Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu Reisetag Nummer 8. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich euch jetzt heute, naja, es ist eigentlich schon eher Mittag, kurz vor 12, was ich euch jetzt im Intro so sagen soll, denn das wird tatsächlich ein Überraschungstag. Ich habe jetzt in dieser Sekunde noch keine Ahnung, was wir heute machen, denn das liegt alles ein bisschen daran, ob ich jetzt in den nächsten Minuten schon eine Info bekomme, ob ich mein Auto heute erhalte oder nicht. Das Erste, was ich jetzt tun werde, ist mein Gepäck, was ich natürlich schon ganz vorbildlich gepackt habe, runter zur Gepäckaufbewahrung zu bringen. Und dann schlendern wir einfach ein bisschen durch die Stadt. Ich werde mal Richtung dieser anderen Zitadelle auf dem zweiten Hügel laufen und darauf warten, dass ich irgendwie die Info bekomme, ob es nun heute weitergeht oder ob wir noch eine Nacht länger hier in Brașov bleiben. Sollte mein Auto heute noch nicht fertig werden, weil die Teile noch nicht da sind, was ich jetzt aktuell noch nicht hoffe, das wird sich dann zeigen, dann sehen wir uns heute Abend wahrscheinlich aus diesem Hotel dann wieder, dann muss ich da nämlich noch eine Nacht dranhängen. Aber es kann auch gut sein, dass ich irgendwie in den nächsten Stunden die Info bekomme, dann und dann kann ich mein Auto abholen und dann würden wir weiter tuckern in Richtung Bran mit neuer... kommt jemand mit neuer Spannrolle. So, jetzt werde ich aber erstmal mein Gepäck runterbringen und mich auf die Socken machen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich von unterwegs wieder. Und je nachdem, wie lange es nun dauert, wenn ich jetzt die Info bekomme, Auto ist erst um 7 oder um 5 oder um 6 fertig, dann können wir heute vielleicht nach Poiana spazieren. Das entscheide ich aber wirklich heute völlig spontan. Und das ist irgendwie ganz, ganz komisch, jetzt noch nicht zu wissen, was ich in 2 Stunden mache. Aber es gehört ja auch so ein kleines bisschen Spannung dazu. Deswegen viel Spaß mit dem Überraschungstag und mal schauen, was nun heute so auf uns wartet. Und direkt zu Beginn ein kleiner Spoiler, wenn ihr diese Sequenz seht, sitze ich gerade. Ich sag noch nicht wo, aber jetzt geht's erstmal zu unserer ersten heutigen Station. Denn ich habe es ja gerade im Intro schon gesagt, beziehungsweise heute Morgen für euch jetzt gerade eben. Das wird ein Überraschungstag und das wurde es definitiv. Der Tag ist so abwechslungsreich geworden, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber alles im positiven Sinne. Also ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Zeit beim Video anschauen, denn das war einer der schönsten Tage, die ich bisher in Rumänien hatte. Wobei eigentlich jeder Tag in Rumänien schön war, außer die Sequenz, in der mein Auto ausgefallen ist. Das war ein bisschen scheiße, aber da konnte ja auch der Tag nichts dafür. Der war ja vorher auch noch schön in Sighișoara und anschließend in Brașov natürlich auch. So, wir wagen uns zuerst an den Aufstieg auf die Zitadelle, denn die haben wir ja gestern in unserem Reisevideo schon aus der Ferne gesehen. Da habe ich ja gesagt, da drüben ist noch irgendwie so eine andere Burg oder sowas. Ja, das ist eine Zitadelle. Und ich dachte mir, ey, wenn ich eh noch keine Rückmeldung habe, ob mein Auto nun fertig wird oder nicht, beziehungsweise ich eigentlich keinen Plan habe, wie der Tag so aussieht, dann kann ich doch auch den Vormittag ganz gemütlich damit verbringen oder den, naja, frühen Mittag damit verbringen, ein klein wenig hoch zur Zitadelle zu laufen, um mir die andere Seite von Brașov auch noch anzugucken. Ich wollte auch noch zum Weißen und zum Schwarzen Turm, das habe ich dann leider vergessen, aber die haben wir auch beide aus der Ferne schon gesehen. Ich glaube, da habt ihr auch schon einen Eindruck von gewonnen, denn es gibt noch auf der Zitadellenseite, also gegenüberliegend von unserem Tampa, auf dem wir gestern oben waren, gibt es noch 2 kleine Türme zum Anschauen. Ja, die seht ihr jetzt nun in dem Video nicht, aber gestern waren sie da. Ich konnte es mir auch heute nicht verkneifen, das Bergpanorama wieder ranzuzoomen mit unseren Buchstaben, neben denen wir ja nun gestern selber noch standen. Aber wartet mal ab, was nachher noch an Bergpanoramen kommt, denn das ist ja schon echt schön. Ich glaube, auch euch hat das ziemlich gut gefallen, die Aussicht gestern vom Tampa über Brașov und auf die Karpaten. Aber ich will nicht so viel verraten. Wartet einfach ab, was wir nachher noch für eine Aussicht genießen werden. Denn ich glaube, ich habe einen der schönsten Orte der Welt entdeckt. Ja, haben 10.000 andere vor mir mit Sicherheit auch schon entdeckt, jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich musste jetzt gerade eben, so vor 2-3 Stunden, als ich dann noch meinen Abendspaziergang gemacht habe, danach war ich natürlich noch was zu futtern besorgen, aber ich musste wirklich ungelogen mehrfach einfach nur stehen bleiben und gucken. Natürlich habe ich dann auch ein bisschen mitgefilmt, damit ihr da auch einen Eindruck von gewinnt. Aber das, was wir heute noch an Bergen sehen, das ist mit Abstand vielleicht sogar... nicht nur vom heutigen Video, sondern von allen Reisevideos, die ich bisher gemacht habe, die schönste Landschaft, die schönste Umgebung. Aber wir bleiben mal in der Zeitlinie und sind jetzt noch mittags in Brașov. Ihr seht da oben schon das Dach der Zitadelle durchscheinen. Ich habe sie leider nur von außen sehen können, was nicht daran lag, dass da drin Maulkorbpflicht war, sondern einfach daran, dass die Zitadelle geschlossen hatte. Da kommt schon die andere Truppe wieder entgegen. Das Wetter war wunderschön. Es war teilweise sogar ein kleines bisschen zu warm für so einen Aufstieg. Im Anschluss wollte ich dann noch Richtung Poiana wandern, weil ich bis zum mittleren bis späten Nachmittag noch keine Rückmeldung bezüglich Auto hatte, aber das erfahrt ihr dann nachher noch. Die Poiana-Wanderung ist nichts mehr geworden, auch das schon mal als kleiner Spoiler. Das machen wir aber sowieso im Winter, wenn wir Skifahren gehen.
Da liegt dann zwar auch Schnee mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber schön ist es trotzdem. Ich bin allerdings nochmal zum Tampa gelaufen, aber nur bis zur ersten Zwischenstation. Na, ein kleines bisschen weiter bin ich schon gekommen. Da, wo wir gestern schon eine Pause eingelegt haben, bevor es dann richtig hoch auf den Gipfel ging, wo ich kurz rumsaß und mit euch geredet habe. Bis dahin bin ich heute auch wieder hochgeklettert auf den Tampa. Wollte noch so meine kleine Runde drehen und habe dann eine Nachricht bekommen, die den folgenden Tag mehr oder weniger bestimmt hat. So, aber jetzt lasst mal den Blick über Brașov schweifen. Gleich kommt auch die Zitadelle nochmal in ihrer ganzen Pracht. Ihr seht jetzt erst, wie groß die Stadt ist. Rechts die Bäume im Hintergrund, die gehören zum Tampa. Also da ist der Berg, auf dem wir nun gestern standen. Nur damit ihr so ein kleines bisschen Orientierung habt. Und der zieht sich dann durch bis zu den Buchstaben. Also da oben auf dem Gipfel waren wir gestern gemeinsam. Und ganz hinten am Horizont, wo die Bergkette durchschimmert, da fahren wir nachher noch hin. Okay, jetzt habe ich ja schon gespoilert, denn ja, ich habe das Auto jetzt mittlerweile wieder. Es funktioniert auch wieder sehr, sehr gut. Da erzähle ich euch nachher noch ein bisschen was von. Aber ihr wisst jetzt direkt zu Beginn des Videos, dass soweit alles gut ist. Beziehungsweise, dass auch die Reise normal fortgesetzt werden kann. Allerdings mit 2 Tagen Verspätung, aber das war ja abzusehen. Jetzt geht es trotzdem erst einmal um die Aussicht. Gut, logisch, Brașov ist natürlich auch eine große Stadt, wenn sie auch nur 250.000 Einwohner hat. Aber auch da gibt es selbstverständlich Hochhäuser und Hochhaussiedlungen. Und die sind wahrscheinlich nicht ganz so hübsch wie die Altstadt, die historische, in der wir die letzten 2 Tage unterwegs waren. Trotzdem fand ich den Blick toll. Ich laufe nun einmal rum um die Zitadelle, denn naja, viel anderes konnte ich ja nicht machen, wo sie doch zu war. Ich wollte auch nicht gleich wieder runterrennen, das war ja auch doof. Deswegen sind wir einfach außenrum spaziert, hat mich so ein kleines bisschen an die Burg in Kalmar erinnert. Gut, da ist man nun allerdings reingekommen, da waren wir ja zumindest im Innenhof. Das ging hier bei der Zitadelle leider nicht. Ich war wohl außerhalb der Öffnungszeiten da. Aber auch von außen fand ich das durchaus beeindruckend. Innen ist wohl ein Café und ein Restaurant. Man kann da wohl auch die Aussicht von oben noch irgendwie genießen. Aber auch auf dem Hügel, wo ich jetzt drauf stehe, hatte man auch in mehrere Richtungen eine richtig schöne Aussicht. Und ich stelle es mir auch ganz angenehm vor, da einfach mal hochzuklettern, sich da mit Freunden hinzusetzen, so ein bisschen gar nichts zu tun, einfach über Brașov zu schauen oder eben auf die Zitadelle. Also die Anwohner hier, die haben es schon echt gut. Also die haben wirklich Glück mit ihrer Umgebung. Ich weiß, es gibt auch schöne Orte in Deutschland. Jetzt kommen wieder die Vergleiche mit irgendwie Bayern und Österreich und sowas. Ja, alles richtig. Trotzdem, irgendwie hat Brașov was und irgendwie ist das einer meiner bisher Lieblingsstädte. Betonung liegt auf Städte, denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe einen Ort gefunden, der mir von der Natur her noch 1000-mal besser gefällt. Könnt ihr ja nachher mal mitteilen, was ihr davon haltet, was euch besser gefällt. Ja, hier auch auf der linken Seite leider wieder die Vandalen. Also ich habe es ja gestern schon gesagt, ich verstehe nicht, wie man so strunzdumm sein kann, dass man da irgendwie historische Gebäude anschmiert, dass man da irgendwie die Natur verschandelt. Ich kann es nicht in Worte fassen, also da muss man doch selber auf den Gedanken kommen, dass das einfach hässlich ist, was man da macht. Dass man da jahrhundertealte Baukunst verschandelt. Und es tut mir leid, niemand will die beschissenen Namen von irgendwelchen dummen Kindern lesen, die sich da mit, ja was weiß ich, weil sie cool sein wollen, mit Stiften daneben gehockt haben oder irgendwas rangepinselt haben. Das interessiert keine Sau. Die Zitadelle, die steht da seit Hunderten von Jahren, seit fast einem halben Jahrtausend. Die zieht die Besucher an. Das wollen die Leute sehen. Das interessiert die Leute. Aber solche verschissenen Namen von irgendwelchen strunzdummen Kindern, es tut mir leid, das juckt nun wirklich keinen. Auch hier wieder eine Rumänienfahne. Finde ich auch schön, dass die ja im Gegensatz zu Deutschland sich anscheinend nicht die ganze Zeit in die Hose kacken, wenn sie ihre Landesfarben irgendwo zeigen. Da ist, wie es aussieht, nicht alles Nazi, was die eigene Flagge trägt. Und das ist auch ein ganz anderes Gefühl, da lang zu laufen. Man sieht Rumänien fahren in den Straßen, man sieht Leute, die auch irgendwie da ein Stück weit stolz auf ihre Fahne sind, beziehungsweise die dann auch entsprechend ja, teilweise ein Pullover mit einem Rumänien-Aufdruck und sowas anhaben. Denn das wäre in Deutschland traurigerweise fast unvorstellbar. Und das ist wirklich was, da frage ich mich, warum? Was ist so schlimm daran, einfach mal seine eigene Fahne irgendwo hinzuhängen? Naja, ihr habt es ja in Leipzig gesehen, da hat man statt der Deutschlandfahne auf dem Hauptbahnhof kurz seine Regenbogenfahne hängen. Also herzlichen Glückwunsch, willkommen im Takatuka-Land. Das ist in Rumänien völlig anders und das ist unfassbar angenehm. Aber jetzt lasst nochmal die Natur auf euch wirken. Also ich finde die Farben ja auch toll. Ja, das klingt jetzt auch völlig bescheuert, ich weiß. Aber dieses wunderschöne Grün, dann der blaue Himmel dazu, daneben dir die historische Zitadelle. Auch das hat einfach Spaß gemacht, da ein bisschen spazieren zu gehen.
Parallel läuft übrigens gerade mein Badewasser ein. Das heißt, nach diesem Videoclip, nachdem ich da mit euch drüber gesprochen habe, springe ich kurz in die Wanne. Also springe ich halt rein in die Wanne und rede dann aus der Badewanne weiter. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls es irgendwie kluckert im Hintergrund, dann bin ich ein bisschen zu weit rausgeschwommen oder sowas. Aber lasst euch davon bitte nicht irritieren. Ich versuche ruhig zu sitzen. Auch hier wieder Bergblick mit Braschow-Schriftzug. Ich bin später noch durch Rasnow gefahren, wenn man das so ausspricht. Da gibt es auch eine Burg oder ein Schloss. Auch das habe ich aus Zeitgründen mir heute leider nicht anschauen können. Das vertage ich auch aufs nächste Mal. Und ihr merkt, die Gründe nochmal herkommen zu müssen, die häufen sich tatsächlich enorm. Ich sollte nicht ganz so lange damit warten, weil meine To-Do-Liste, was ich noch in der Region machen will, immer länger wird. Und Rasnow liegt direkt auf dem Weg nach Bran. Das hat ebenfalls so einen Schriftzug am Berg. Nicht ganz so, der Berg ist nicht ganz so groß wie in Braschow, aber zumindest existiert er und sieht auch ganz interessant aus. Ja, da habe ich eine kleine Pause gemacht. Das war dann schon auf dem Tampa. Das erkennt ihr gleich am Hintergrund, wenn ich mit euch rede. Und die Sequenz habe ich eigentlich nur aufgenommen, weil ich einen kleinen Kollegen hatte. Schaut mal. Da hat sich ein Schmetterling auf meinen Fuß gesetzt und der saß da ganz gemütlich und saß und saß und saß. Und das fand ich irgendwie ganz süß. Da musste ich dann doch die Kamera mal draufhalten, auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist. Gute Nachrichten. Ich habe gerade die SMS bekommen, dass mein Auto wohl repariert und abholbereit ist. Das heißt, ich gehe jetzt zum Hotel, besorge mir mein Gepäck und dann gehen wir direkt das Auto einsammeln. Und im Anschluss können wir wie geplant nach Bran starten. Und hier seht ihr dieses gestern angesprochene Antikommunistendenkmal. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das nun wirklich ein Denkmal für einen Antikommunisten ist oder ob ich das irgendwie falsch übersetzt habe, aber sieht zumindest danach aus. Und ich frage mich schon so ein bisschen, warum sowas in Deutschland nicht existiert. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Denn, ja, Verzeihung, aber der Kommunismus ist genauso menschenverachtend wie der Faschismus. Ich sehe da keinen Unterschied. Und da bin ich verdammt froh, dass Rumänien das offensichtlich anerkennt. Aber die haben ja auch ihre Erfahrungen damit gemacht. Ihr seht, ich sitze wieder in meinem Auto. Ich habe es gerade abgeholt aus der Werkstatt und ich hatte wirklich richtiges Glück. Das war, wie gesagt, die Spannrolle bzw. der Riemen von der Spannrolle, den es durchgehauen hat. Deswegen hat das so geklackert. Und wahrscheinlich ist es wirklich gut, dass mir das nicht nur in Braschow passiert ist, weil die Stadt einfach wunderschön ist, ich deswegen ja noch eine kleine Stadttour machen konnte, sondern auch generell, dass es mir in Rumänien passiert ist. Denn ich habe umgerechnet etwa 161 Euro bezahlt. Ja, wie gesagt, das hätte nicht sein müssen, aber ich habe mit weitaus Schlimmerem gerechnet. Deswegen bin ich echt froh, dass ich jetzt wieder in meinem Autochen sitze und wir unsere Tour fortsetzen können. Und zur Feier des Tages gibt es auch direkt eine Fahrszene, denn wir fahren jetzt weiter nach Bran. Oh Gott, ich muss erstmal die Lüftung anmachen. Hier ist es arschheiß drin, weil das jetzt in der Sonne stand. Und ihr seht jetzt die Auffahrt oder die Hinfahrt in Richtung Bran. Müsste ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ihr seht das natürlich auf vierfacher Geschwindigkeit. Deswegen geht das weitaus schneller. Aber da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Bergpanorama genießen. Ich habe auch gerade schon mit dem Taxifahrer gesprochen, denn ich musste ja vom Hotel irgendwie zur Autowerkstatt kommen. Die ist ungefähr 5 Kilometer weg gewesen und das zu laufen mit Gepäck und so macht halt auch nicht so einen Spaß. Deshalb habe ich mir ein Taxi vom Hotel bestellen lassen. Da habe ich, glaube ich, 4-5 Euro für bezahlt. Ich habe ihm dann auch irgendwie 10 Lei Trinkgeld gegeben. Das sind umgerechnet 2 Euro. Also für die Fahrt an sich hätte ich 30 Lei bezahlt. Also 30 durch 5 ungefähr, könnt ihr euch ausrechnen. Ich habe ihm halt 40 gegeben, weil der total lieb war. Der hat mich noch extra in der Werkstatt noch rumgefahren, hat noch mit übersetzt und sowas. Und dann haben wir uns noch ein bisschen über Braschow unterhalten während der Fahrt. Also irgendwie sind die Leute hier generell richtig, nicht nur richtig entspannt drauf, sondern sind so total, total sympathisch. Man kann sich mit jedem irgendwie unterhalten. Die können alle Englisch. Ja gut, in der Autowerkstatt war es jetzt gerade ein bisschen schwieriger, aber so grundsätzlich kann man mit jedem auf Englisch reden. Und das ist, wie gesagt, ich fühle mich hier nicht fremd. Das ist total komisch. Also ich habe echt Spaß, einfach hier rumzulaufen, mich umzuschauen, mit den Leuten zu reden. Aber jetzt geht es Richtung Bran, wo wir eigentlich vorgestern schon sein wollten. Aber wie gesagt, das war, glaube ich, nicht das Schlechteste, dass wir ein bisschen mehr Zeit hier in Braschow hatten. Und das war mit Sicherheit nicht der letzte Besuch. Aus der Fahrsequenz habe ich euch einiges rausgeschnitten, weil ich die meiste Zeit eigentlich nur im stockenden Verkehr stand. Das scheint eine der Hauptverkehrsadern Richtung, ja, weiß nicht, wohin genau die Straße führt zu sein. Denn es ging immer nur stückchenweise vorwärts und das ist schon die vierfache Geschwindigkeit. Also die Zufahrt aus Braschow raus, die seht ihr jetzt nicht mehr, weil da ging es genauso stockend, ruckelartig weiter. Ihr seht jetzt nur noch die Fahrt in Richtung Bran. Das habe ich euch ganz bewusst noch mit eingeschnitten, denn einerseits sind die Dörfer natürlich sehr schön, durch die man fährt. Andererseits aber auch gleich das Bergpanorama. Ich hoffe, dass die Akustik jetzt nicht zu blechern klingt, denn ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wenn es blubbert, nicht wundern. Ich sitze jetzt momentan in der Badewanne und nehme den Text von dort aus auf.
Deshalb ist, naja, wenn die Akustik ein bisschen komisch ist, liegt es einfach am Bad. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, Badezimmer haben oft eine seltsame Akustik. Aber ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm zum Anhören, beziehungsweise ihr bekommt nicht irgendwie Ohrenschmerzen dabei, weil ich kann mir das ja dann auch erst im Nachgang auf dem Laptop anschauen. Trotzdem habe ich euch ja versprochen, dass ihr die Fahrt noch ein bisschen mitgenießen könnt, denn noch sieht das relativ unspektakulär aus, aber wartet mal ab. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass das Wetter umgeschlagen hat. Diese Sequenz ist jetzt etwa 5 Stunden nach unserem morgendlichen oder mittaglichen Spaziergang zur Zitadelle entstanden und gegen Nachmittag war tatsächlich Regen angesagt. Glücklicherweise hat es nur ein kleines bisschen getröpfelt, also richtig geregnet hat es nicht, das habe ich ja schon befürchtet, weil, na klar, das hätte mir jetzt auch keinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es ist natürlich viel angenehmer, draußen rumzulaufen und eben auch was zu filmen, wenn es nicht wie aus Eimern schüttet. Ist in der Regel auch fürs Handy gesünder. Deswegen habe ich da ein bisschen gebankt, ob das Wetter nun hält, aber ich hatte Glück am Ende. Ihr seht das dann, außer 2-3 Tropfen war alles okay. Und wir schleichen weiter so vor uns hin. Leider kann ich die Geschwindigkeit nicht schneller als 4%, als vierfache Geschwindigkeit einstellen. Das geht in der App nicht. Denn hier hätte ich auch locker auf 8-fache Geschwindigkeit gehen können. Da hättet ihr trotzdem noch genug Umgebung gesehen. Denn ihr seht ja, was für ein Stocken der Verkehr das ist. Angegeben ist die Strecke mit etwa 35 Minuten von Brașov bis Bran. Das mag so sein, wenn man nicht den Feierabendverkehr oder was das ist erwischt. Denn ich bin ein bisschen länger als 1 Stunde gefahren. Was einfach daran lag, dass es nicht schnell vorwärts ging. Sind aber nur 30 Kilometer. Ist aber jetzt nicht so, dass mir das irgendwie gestört hat, dass ich da 1 Stunde gefahren bin. Na klar, ich wäre auch gerne noch 1/2 Stunde schon angekommen, so ist es nicht. Aber es gibt so viel zu sehen, links und rechts. Das kommt auf der Kamera nicht so rüber, wie das in echt ist. Denn ihr könnt da ganz rechts erahnen, da ist so ein kleiner Berg. Da hängen so die Wolken davor. Aber das ist tatsächlich der kleine Berg. Denn auf der linken Seite ist ein weitaus größerer. Ich hoffe, ihr seht das gleich. Und ich bin fast ein Dreiviertel der Strecke auf dieses Bergmassiv zugefahren. Und ich fand das so toll. Ja, die Baustellen da, die hätten natürlich nicht sein müssen. Ich musste auch einige Male warten, bis die Bauarbeiter uns durchgewunken haben, dass wir fahren durften. Aber vor dem Panorama, auch wenn es wolkenverhangen ist, da fahre ich gerne 1 Stunde, da fahre ich auch gerne 2 Stunden. Damit habe ich gar kein Problem. Ihr seht, wie sich das staut. Das war auf meiner Strecke ganz ähnlich. Das liegt einfach daran, dass in den Baustellen oft nur, naja, grundsätzlich nur eine Spur frei ist, also in beide Richtungen nur eine Spur. Und dann muss man immer schauen, dass einem die Bauarbeiter mit der Kelle durchwinken. Dann darf jede Seite ein paar Minuten lang fahren, dann wird wieder gesperrt, dann darf wieder die andere Seite fahren und sowas. Also das hat sich als etwas schleppend herausgestellt. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich mich noch ein bisschen genauer umschauen konnte aus dem Auto heraus. Denn klar, wenn ich da die ganze Zeit mit 50 durch die Dörfer fahre, manchmal halt auch ein bisschen schneller, weil alle das machen, dann kann ich nicht noch nach links und rechts gucken und die Landschaft genießen. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich alle paar Meter stehen bleiben muss und es sowieso einen Moment dauert, bis es weitergeht, dann funktioniert das. Und ich habe entdeckt, dass wohl auch Rasnov ein schönes Ziel sein könnte. Es sind, ich glaube, 10, 15 Kilometer von Brașov entfernt, liegt ungefähr auf der Mitte zwischen Brașov und Bran. Auch dort, habe ich ja gerade schon gesagt, auch dort gibt es einen Schriftzug am Berg und wohl auch eine Burg. Und die kommt ebenfalls mit auf die To-Do-Liste. Also ihr merkt, wir haben sehr, sehr viel vor. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, obwohl ich jetzt noch hier in Bran in der Badewanne sitze. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, wieder herzukommen. Nur, dass ich beim nächsten Mal dann, wenn irgendwie möglich, wahrscheinlich durchaus ein Flugzeug nehmen werde, hoffentlich maulkorbfrei. Denn, naja, das sind nun mal 1500 Kilometer und ich muss durch ganz Ungarn durch. Das ist halt einfach, Ungarn ist für mich nichts, was mich irgendwie anspricht. Ungarn ist für mich Strecke, die zurückgelegt werden muss, um nach Rumänien zu kommen. Also sind halt irgendwie 600, 700 Kilometer, die ich einfach fahren muss, um da durch zu sein. Das muss ich nicht unbedingt haben. Auch die Strecke durch Tschechien ist zwar schön, ich mag Tschechien sehr gern, aber wenn ich nach Rumänien will, dann ist halt das auch nur ein Hindernis. Und ich hoffe, dass sich die Airlines bald wieder einkriegen. Ich hoffe, dass man dann wieder ohne Maulkorb fliegen kann. Denn dann ist es eigentlich keine große Sache, nach Bukarest zu fliegen, sich dort ein Mietauto zu nehmen und so 2,5 Stunden sind das von Bukarest aus nach Bran hochzuziehen. Ist günstiger insgesamt, denn die Benzinkosten für den gesamten Trip in Länge von etwa 3.800 Kilometern mit Abbiegungen und sowas, also knappe 4.000 Kilometer, die belaufen sich halt auch auf 350 bis 400 Euro, je nachdem, wo ich getankt habe. Hier in Rumänien ist es günstig, ja, aber ich muss ja auch noch dann nach Deutschland zurück und na, selbstverständlich werde ich in Timișoara nochmal richtig voll tanken. Das versteht sich, glaube ich, von selbst bei den Preisen hier. Das ist ungefähr 1 Euro, was man hier zahlt.
Aber ich glaube, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Das kostet natürlich auch. Und das ist Geld, das kann man auch entweder aufheben oder sinnvoller anlegen. Das muss man jetzt nicht unbedingt verfahren, wenn man nicht dazu genötigt wird, weil irgendwelche Deppen Pandemie-Mimi spielen wollen. Denn auch das ist logisch. Ich glaube, Flugtickets für hin und zurück maximal 200 Euro. Meistens ist es deutlich drunter. Plus dann noch einen Mietwagen für ein paar Tage. Das kostet nur so 20, 30 Euro. Das ist natürlich unterm Strich viel, viel günstiger als so ein Trans-Europa-Trip. Aber das war ja nun auch ein kleines Experiment. Ich bin ja wirklich auch um des Fahrens willen gefahren, weil ich so viel wie möglich von Europa sehen wollte. Ich habe es euch ja gesagt, ich hatte eigentlich gar nicht so richtig Lust auf Fliegen. Deswegen war ich auch ein kleines bisschen froh drüber, dass ich Autofahren mehr oder weniger musste. Aber wenn ich jetzt demnächst häufiger hierher kommen will, was ja nun, wonach es hier aussieht, dann muss ich da natürlich auch irgendwie so ein kleines bisschen wirtschaftlich denken. Und da kann ich nicht 3-4 Mal im Jahr für 400 Euro dann mit dem Auto runtergundeln, zumal mein Auto ja auch nicht mehr das jüngste ist. Der hat mich bisher noch nie im Stich gelassen. Ja, okay, vorgestern hat es halt die Spannrolle rausgeschossen, beziehungsweise den Riemen der Spannrolle, ist ja nun beides ausgetauscht worden, war zum Glück nur was Kleines. Aber je älter das Auto, je höher der Kilometerstand, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass irgendwas Größeres passiert. Und das will ich auch nicht unbedingt ausreizen. Denn mein Auto hat, das habe ich euch ja erzählt, jetzt gerade erst TÜV bekommen. Ich will den mindestens noch 2 Jahre fahren. Ich wäre auch nicht traurig, wenn er noch länger durchhält, weil er einfach schön ist, weil er sich gut fährt. Aber das bedeutet logischerweise, dass ich den auch nicht die ganze Zeit so dämmeln kann. Klar, ich fahre gesittet, ich raste da jetzt nicht mit 180 hin und her. Aber ich glaube, auch das muss ich nicht weiter erklären, wenn ich da 4000 Kilometer in einer Woche fahre. Das ist auf Dauer vielleicht doch auch nicht das Beste für ein Auto. Deswegen jetzt als Trans-Europa-Trip bin ich froh, dass ich das mit meinem Auto gemacht habe, weil es natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit ist. Ich kann mir einteilen, wann ich wohin fahre. Ich bin da auf keinen irgendwie angewiesen. Ich muss nicht irgendwelche Flugtermine einhalten oder Autorückgabetermine oder sowas. Aber das war ja nun auch meine Erkundungstour. So langsam weiß ich ja, wo es mir gefällt. Und darauf fahren wir gerade zu. Deswegen muss ich beim nächsten Mal gar nicht nach Oredia fahren und von Oredia dann über Cluj und Târgu Mureș und Sighișoara und dann erst nach Brașov runter. Da kann ich eigentlich auch direkt nach Bukarest und dann von dort aus mit dem Auto weiterfahren. Wobei wir auch einen Teil unseres Roadtrips wahrscheinlich sowieso nachholen werden müssen. Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass ich das zeitlich nicht schaffe. Denn ich habe euch ja vorhin erzählt, ich wollte morgen eigentlich noch nach Hunedoara und nach Sibiu. Liegt beides auf der Strecke. Aber ich weiß nicht so richtig, wie das zeitlich funktionieren soll. Denn ich fahre schon etwa knappe 5 Stunden bis Timișoara von hier aus. Das ist nicht so weit, aber ihr habt ja die Straßen gesehen, das dauert alles. Und wenn ich am Sonntag noch ein kleines bisschen vom Wettkampf mitbekommen will, dann sollte ich eigentlich morgen Abend, wenn auch am späten Abend, zumindest schon mal in Tschechien ankommen, dass ich dann am Sonntag schlimmstenfalls noch 100, 200 Kilometer bis zur Rhein habe. Auch das ist eigentlich zu weit, um pünktlich zu sein, ja. Aber damit ich zumindest noch ein kleines bisschen mitbekomme und wenn auch außerhalb der Wertung das ein oder andere mitlaufen kann. Jetzt werden einige meinen, das ist doch eigentlich total doof, weil ich bin ja gerade in Rumänien, ich muss das doch ausnutzen. Ja, schon. Aber das ist gerade so der Zwiespalt. Ich will unbedingt hier bleiben, das steht absolut außer Frage. Ich will aber auch schießen gehen. Und das ist richtig scheiße. Und na klar, ich habe jetzt zu Hause auch noch ein paar Verpflichtungen. Mein Kätzchen wartet auf mich. Wenn Juna jetzt mit wäre, wäre ich da auch noch mal tiefenentspannter, als wenn ich weiß, dass ich eigentlich angekündigt habe, Juna am Montag abzuholen. Das heißt für mich, ich sollte Montag dann auch wieder in Paranoidistan, zumindest in der Nähe von Paranoidistan sein. Deswegen war ja mein Roadtrip von Anfang an leider sehr limitiert zeitlich gesehen. Ich hatte ja wirklich nur die 5 Tage. Ich bin Montagabend in Rumänien angekommen und wollte dann bis Donnerstagabend durchziehen durch das Land. Eigentlich ist es sogar ganz gut, dass ich in Brașov die Autopanne hatte. Dadurch habe ich ein bisschen mehr von der Stadt gesehen und ich habe einen Wandertag geschenkt bekommen von meinem Auto. Da bin ich auch ein kleines bisschen fast schon dankbar für. Ja, wenn da jetzt ein großer Schaden gewesen wäre, wäre das natürlich nicht so locker und lustiger. Würde ich mich jetzt nicht so drüber fast schon freuen, denn ich habe ja nun auch Geld ausgegeben, was nicht eingeplant war. Aber ja, muss man halt mit rechnen irgendwo. Will ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, ist auch ein Stück weit meine Schuld. Ich habe halt den Roadtrip angekündigt. Ich habe mich dazu entschieden, mit meinem alten Auto zu fahren. Da muss man damit rechnen, da kommt vielleicht auch mal eine kleine Reparatur dazu. Trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn. Es war ja von Anfang an absehbar, dass es ein sehr, sehr enger Zeitraum ist. Mir wäre es von Anfang an eigentlich lieber gewesen. Ich hätte irgendwie 10 oder 14 Tage Zeit, um da ganz entspannt durchzufahren.
Das werde ich mit Sicherheit auch irgendwann nochmal wiederholen, aber das hat jetzt die Termindichte einfach nicht hergegeben. Wenn das Event, der Wettbewerb in Pilsen jetzt erst nächstes Wochenende gewesen wäre, dann wäre das, ja, da wäre da überhaupt kein Problem gewesen. Ich meine, die Hotelpreise hier in Rumänien, die sind echt okay. Ob ich da nun 2, 3, 4 Nächte länger bleibe oder nicht, das nimmt sich nicht ganz so viel. Ja, auch das kostet Geld, ist logisch, aber wenn man für etwa 20 Euro ein sehr schönes Hotel bekommt, ich glaube, da ist nachvollziehbar, dann investiert man halt mal die 60 oder 80 Euro. Man macht es ja nun nicht jede Woche, man macht es nicht jeden Monat. Das ist nun mal ein Erlebnis. Viele von euch wären wahrscheinlich von vornherein nie auf die Idee gekommen, so eine Tour zu machen. Aber ihr wisst ja, ich habe Spaß an sowas. Oh, bevor ich jetzt zu sehr um den heißen Brei quatsche, schaut mal geradeaus, was uns dort schon begrüßt. Wir sind nämlich bereits in Bran angekommen und auf der Rechtsseite wartet unser Dracula-Schloss. Das Erste, was ich gemacht habe, war mein Auto dort abstellen, wo noch andere Autos standen. Da war zwar keine Parkplatzmarkierung, aber es sah zumindest so aus, als würde das okay gehen. Denn wie gesagt, die anderen standen ja auch da und da waren keine Schilder oder irgendwas und mein Auto war im Anschluss auch noch da. Bis zum Schloss sind es dann noch, ich glaube, 500 Meter oder so. Das ist echt nicht viel und es läuft sich auch ganz gut durch Bran. Ihr seht, der Boden ist noch relativ nass. Ich habe mir dann meinen Weg durch die Baustellen gebahnt und habe als Erstes bemerkt, dass es sehr touristisch ist. Zumindest da, wo ich jetzt langlaufe. Später war das dann noch ein bisschen anders. Aber auch das ist absolut logisch, denn natürlich Bran, das Schloss, ist der absolute Touristen-Hotspot in Rumänien bzw. in Transsilvanien. Weil der liebe Vlad da zwar nie gewohnt hat, aber sich wohl zumindest auf einer Flucht mal dort verschanzt hat für eine kurze Weile. Und deswegen hat das einen gewissen Ruf weg. Und ihr wisst ja, unser lieber Vlad ist ja der Dracula, zumindest laut Legende. Deswegen rennen eigentlich alle, die irgendwie nach Transsilvanien wollen, nach Bran. Und ich habe mich dem selbstverständlich angeschlossen. Und noch eine lustige Story, jetzt eigentlich greife ich da schon vor, als ich vorhin vom Essen kam, so 22.30 Uhr rum war das ungefähr. Ich habe mein Hotel ist direkt um die Ecke, also ich bin da wirklich ganz gemütlich 5 Minuten hingelaufen. Da kamen mir 2 dunkle Gestalten entgegen, aus der Gothic-Szene vermutlich, so von der Kleidung her, so mit Gehstock und sowas, und haben sich ihren Weg in Richtung Bran gebahnt. Also ich bin nicht der Einzige, der hier Tourismus betreibt und das Schloss sehen will. Auch, ja, offensichtlich sind auch andere übliche Verdächtige anwesend. Ihr seht links und rechts überall die Marktstände für die Souvenire oder für die Souvenirs. Waren nicht alle offen. Ihr seht das ja, einige sind zu und verriegelt und verrammelt. Zur Hochsaison ist da viel mehr los als jetzt zur Zombie-Paranoia. Aber es lässt euch zumindest ahnen, auf was man sich einlässt, wenn man runter zum Schloss will. So, jetzt habe ich eine Sequenz rausgeschnitten, weil ich da ein Ticket gekauft habe. Denn man kommt nur durch das Tor, was ich gerade kurz gesehen habe, wenn man ein Ticket für 45 Lei kauft. Sind umgerechnet 9 Euro. Ihr seht es ja gerade, das ist für rumänische Verhältnisse zwar sehr teuer, aber ich habe es gerne ausgegeben, denn es lohnt sich. Ich habe euch die gesamte Schlosstour jetzt auf 1,5-facher Geschwindigkeit gefilmt. Ich hoffe, das geht klar. Also ich hoffe, das ist soweit okay. Ich habe nämlich nirgendwo Fotos Verbotenschilder gesehen. Also gehe ich davon aus, man darf da auch filmen. Sonst hätten sie es ja hingeschrieben, dass man es nicht darf. Und dadurch kann ich euch ein kleines bisschen mitnehmen. Das soll aber natürlich kein Ersatz einer eigenen Erkundungstour sein. Denn es ist was völlig anderes, wenn man das auf einem Bildschirm sieht. Oder aber wenn man das selber durchläuft, sich die Ecken in Ruhe anschaut. Also wirklich Mini-Türen führen in irgendwelche kleinen, schmalen Gänge. Dann hat man irgendwelche verwinkelten Zimmer und so, da kann man durchaus zweimal hinschauen. Das kann man jetzt nicht innerhalb von 20 Minuten auf 1,5-facher Geschwindigkeit wahrnehmen. Und auch um so ein bisschen zu verstehen, wie das Schloss aufgebaut ist, ist es natürlich viel besser, wenn ihr selbst durchgeht. Deswegen, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr in der Nähe seid, ich weiß, ich klinge jetzt schon wie ein Werbevertreter für Bran, aber ich mache das tatsächlich, weil ich einfach nur begeistert von bin. Ich habe da keinen Werbedeal abgeschlossen. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann nehmt es einfach mit. Und momentan bietet es sich ja zumindest noch an, weil die Massentouristen nicht da sind, weil ja Zombie-Paranoia und sowas. Deswegen konnte man relativ, ja fast schon alleine für Bran-Verhältnisse durchs Schloss spazieren. Da gab es kurz einen kleinen Aussetzer. Ich meinte, man kann für Bran-Verhältnisse relativ unbehelligt alleine durchs Schloss laufen. Klar, völlig allein auf weiter Flur war man dann doch nicht. Logisch, denn da waren nun mal auch Einheimische, die das Schloss sehen wollten. Und da muss ich euch gleich noch eine lustige Story erzählen. Denn auf meinem Herweg, da ist mir was passiert. Das ist göttlich, das kann man sich nicht ausdenken. Das hat auch nochmal dem Tag eine völlig neue Wendung gegeben. Aber das erzähle ich euch jetzt gleich, wenn wir in das Schloss starten. Jetzt lasst nochmal den Blick über Sohodol und die Umgebung schweifen. Es ist malerisch. Also ich glaube, das ist so ein richtiges Postkartenmotiv. Natürlich, für das Schloss ist es selbstverständlich besser, wenn da viele Touristen sind, wenn da richtig der Bär steppt. Aber für mich, für mein Ansinnen, mich da in Ruhe umzuschauen, war das durchaus. Ja, da war ich schon ein kleines bisschen fast schon froh darüber, dass ich ausgerechnet die Pandemie mit mir erwischt habe. Das werdet ihr auch gleich sehen. Mir rennen zwar ab und an mal ein paar Leute durchs Bild, aber das hält sich alles in Grenzen. Ich habe da
Berichte gelesen von Urlaubern, die zur Hochsaison bzw. zur normalen Saison da waren. Die meinten, da schiebt man sich wirklich nur durch. Und ihr seht ja schon, oder ich weiß nicht, ob ihr das so richtig erahnen könnt, das Schloss ist vergleichsweise klein. Das ist nicht so ein Riesenpalast, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ist ein übersichtliches, kleines, verwinkeltes Schlösschen, aber trotzdem super schön. Und dadurch, dass es ja nun auch über 500 Jahre oder fast 500 Jahre alt ist, ist das ja noch völlig anders gebaut als die moderneren Sachen, wie beispielsweise irgendwelche Stadtschlösser da in Berlin oder so, die sie jetzt rekonstruieren. Die waren einfach nur auf Prestige dann gebaut. Generell das ganze Absolutismus und so, aus der Zeit vom Absolutismus. Die haben gebaut, um anzugeben. Das war hier in Rumänien im 16. Jahrhundert noch nicht so. Beziehungsweise 15. bis 16. Jahrhundert. Die haben noch wirklich gebaut, um sich zur Wehr zu setzen gegen Angreifer. Und das erkennt man natürlich auch. Da ist nicht alles perfekt. Das ist nicht alles vorzeigbar für irgendwelche, wie ein König, der da eingeritten kommt. Das ist praktikabel oder nicht pragmatisch, das ist sinnvoll gebaut, drücken wir das so aus. Wurde natürlich auch in den Jahren immer wieder erweitert und es wurden auch viele Sachen umgebaut und ausgebaut. Und das sieht man, denn das Schloss, das hat einfach Charakter. Die Decken sind teilweise sehr, sehr niedrig, die Türen, die sind echt klein, da musste ich mich wirklich oft ducken. Auch der Innenhof ist jetzt nichts Großes, aber genau das macht das Schloss auch irgendwie aus. Das ist nur der erste Blick auf den Innenhof, wir kommen da nachher nochmal richtig drauf. Ihr seht schon, die Hauptzugangstreppe, die ist auch nicht wirklich groß. Wenn da früher irgendwie zwei Ritter aneinander vorbei wollten, dann war das schon ziemlich eng. Es gibt natürlich auch Ausstellungen im Schloss, auch die seht ihr so ein bisschen. Und ich muss euch gleich vorwarnen, teilweise sind meine Aufnahmen nicht ganz so gut, weil ich mich nicht auf die Kamera konzentriert habe, sondern selber was gelesen habe. Das heißt, ihr habt vielleicht auch manchmal eine Wand oder so im Fokus, weil ich bin ja da natürlich auch durchgelaufen, um was zu sehen. Ich bin da jetzt nicht mit dem Primärziel durchgelaufen, das alles in Full HD irgendwie aufzunehmen. Ich will nur, dass ihr mit mir gemeinsam das so ein kleines bisschen nachempfinden könnt und dass ihr ein paar Eindrücke bekommt. Das Ganze soll ja auch keine Doku überbraten werden. Wie gesagt, das ersetzt keinen echten Besuch. Ich habe auch nicht ganz so viel rangezoomt wie normalerweise. Deswegen schaut es euch bitte einfach selbst an, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir. Aber ich konnte es mir dann auch nicht nehmen lassen, die Tour auch für mich selber ein bisschen zu dokumentieren, damit ich dann auch in so ein paar Monaten nochmal reinschauen kann und naja, da irgendwie so eine lebhafte Erinnerung habt. Denn schaut euch das mal an, überall so kleine Treppen, so kleine Fenster, die teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben an den Stellen. Dann gibt es da irgendwas Verwinkeltes, dann geht es da hoch, dann geht es da wieder runter, dann ist da irgendwo eine Tür, wo man sich fragt, was soll das? Und dazu selbstverständlich die Ausstellung. Teilweise hatten sie Filmkostüme, also zeitgemäße Filmkostüme, die sie nachgebaut haben. Unter anderem vom Vlad, das Lieblingsoutfit. Aber auch beispielsweise von der, ich glaube, letzten rumänischen Königin. Die ist ja irgendwie im Sozialismus, im Kommunismus durfte sie ja nicht mehr einreisen. Ganz, ganz komisch. Ich habe die Story leider nur so am Rande gelesen. Ich kann euch da nichts Genaues sagen. Aber die ist wohl des Landes verwiesen worden, die eigentlich jetzt die amtierende Königin wäre. Die Dame lebt wohl auch noch. Na gut, da geht es jetzt eher um ihre Vorgängerin. Deren Lieblingssachen sind da ausgestellt. Und das gibt natürlich auch so ein kleines bisschen einen Einblick, wie das über die Jahrhunderte immer weiter verwendet wurde, immer neu umfunktioniert wurde. Denn das Schloss war bis vor einigen Jahrzehnten ja auch noch mehr oder weniger bewohnt. Klar, das ist jetzt seit Ewigkeiten ein Museum, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Schaut mal, da ist ein Ritter-Outfit. Da stand auch immer dran, aus welcher Zeit das ist, wer das getragen hat und so. Auch da schaut euch bitte das Schloss alleine an. Da will ich nicht zu viel spoilern. Ihr sollt nur einen Überblick bekommen und genießen können. Oh, das war mein Handtuch, tut mir leid. Der Schlag war Handtuch gegen Badewanne, war keine Absicht. Die Infotafeln sind jeweils auf Englisch und auf Rumänisch. Also das kann man auch tatsächlich lesen. Die Räume sind wohl noch weitestgehend original eingerichtet. Also man kann sich auch vorstellen, wie die damals da gelebt haben. Und da seht ihr zum Beispiel so ein sinnloses Fenster fast schon. Ja, das ist schön, man kann da toll rausgucken. Da ist so ein Vorsprung, wo man sich raufsetzen kann. Aber das hat jetzt wirklich nicht so den großen Nutzen. Das würde man heute so nicht mehr bauen. Und dann kommt ab und an auch mal ein völlig unverputzter Treppenaufgang mit Naturstein oder mit solchen Ziegelsteinen, wo die Treppe krumm und schief ist und da ist auch kaum Licht. Ja, deswegen ist es gerade ein bisschen dunkel. Aber das war wohl früher auch so. Also das haben die wirklich so benutzt. Na klar, da sah das ein bisschen weniger abgenutzt aus. Da war das alles noch ein bisschen neuer. Aber auch das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zu den Schlössern, die man dann in Deutschland in späteren Epochen erbaut hat, Potsdam und so weiter und so fort, die zwar wahnsinnig schön sind, denen man aber ansieht, da ging es einfach nur um das sich irgendwie drüber definieren. Da wollte jeder das schönste Schloss haben, das größte Schloss, da wollte jeder irgendwie die meisten Bediensteten haben. Und das war zu der Zeit zumindest in Transsilvanien wohl noch nicht so.
Dazu muss man ja auch bedenken, es gibt wahnsinnig viele Schlösser. Also fast jeder hat da irgendwo sich sein Schloss hingesetzt, fast jeder König, fast jeder Prinz hat da irgendwo ein Schloss rumstehen. Und die dienen natürlich alle nicht so zum sich da irgendwie darüber, naja, damit angeben in der Königsrunde. Die hatten auch einen gewissen Verteidigungsanspruch. Ihr seht das auch gleich, wenn man die Treppen hochläuft, dann sieht man noch die Fenster, wo Kanonen drinstehen. Also in ihrem Wohnhaus oder in ihrem Flur, wenn das denn tatsächlich noch so original belassen ist, wie es früher war, da haben sie offensichtlich auch die Kanone stehen gehabt, falls doch mal jemand einreitet. Denn so hoch ist der Berg, auf dem Schloss Bran steht, nicht. Man denkt immer, das ist so ein Riesenberg, wo man dann runter ins Tal schauen kann, wo die Feinde schon ächzen, bevor sie überhaupt oben ankommen an der Mauer. Aber dem ist absolut nicht so. Das Schloss steht eigentlich mitten in der Stadt, auf so einer kleinen Erhebung. Ist auch keine richtige Befestigung, keine richtige Verteidigungsanlage. Das scheint so ein Zwischending zu sein. Ich will euch zur Geschichte aber jetzt auch keinen Scheiß erzählen, deswegen bitte mit Vorsicht genießen, lieber nochmal nachlesen, die Geschichte von Schloss Bran. Ich habe mich darauf konzentriert zu schauen und mich daran zu erfreuen, denn auch der Einblick auf den Innenhof, lasst es einfach mal wirken, wie aus einem Mittelalterfilm, das ist so schön. Und die Frage wird mit Sicherheit auch kommen, ist denn da keine Maulkorbpflicht? Theoretisch ja, praktisch so lala. Da habe ich extra geschaut, wie die anderen Touristen das handhaben. Denn es ist wohl so, naja, es steht zwar vorne dran, an der Kasse wird man auch gefragt, ob man einen Maulkorb mit hat. Ich habe dann gesagt, hab einen Schal. Da hat er gemeint, ja, passt schon, hat mir die Karte dann in die Hand gedrückt. Und im Schloss selber kontrolliert überhaupt keiner. Ich hatte den Schal auch nicht irgendwie vor der Schnauze kleben, ich habe den Schal einfach rumhängen gehabt. Ihr könnt das vielleicht so ein bisschen erahnen bei den anderen Leuten. Einige hatten Maulkörper auf, die sind da brav der Paranoia gefolgt, vielleicht auch als Bußgeldschutz. Andere haben das anders gehandhabt. Also hier ist man offensichtlich weitaus entspannter, denn ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber stellt euch das mal in einem deutschen Schlossmuseum vor. Stellt euch vor, ihr seid jetzt momentan irgendwo in Berlin, im Charlottenburger Schloss, guckt euch da um oder im Potsdamer Schloss und ihr rennt da ohne Maulkorb rum. Da steht doch an jeder Ecke irgendein Security-Mitarbeiter, der euch anplöckt, ihr sollt bitte eure Gesichtswindel wieder hochziehen. Und das gab es hier kein einziges Mal. Und auch das war echt angenehm. Aber selbstverständlich muss ich auch Schloss Bran absichern. Die müssen diese Hinweisschilder aufstellen, sonst hätten sie nicht öffnen dürfen. Also vor dem Hintergrund ist das natürlich nachvollziehbar. Und es kann ja auch sein, dass Leute wirklich Angst haben. Das will ich Ihnen auch nicht absprechen, denn es scheint so, dass auch in Rumänien genauso Paranoia geschoben wird, zumindest über die Medien wie in Deutschland. Ich habe mich nämlich auf der Fahrt zur Autowerkstatt, das waren so knapp 6 Kilometer, hat mich umgerechnet 4 Euro gekostet. Ich habe Ihnen dann noch 1 Euro, also umgerechnet noch 10 Lei mehr gegeben, sind 2 Euro Trinkgeld, was in Rumänien recht viel ist, was ich aber absolut für angemessen gehalten habe. Also das soll jetzt nicht irgendwie angeberisch klingen, von wegen, ich lasse da irgendwie das Trinkgeld springen oder so, darum geht's nicht. Es ging mir einfach nur darum, dass der Taxifahrer A, extrem lieb war. Also wir haben uns die ganze Zeit wirklich wundervoll unterhalten, über Rumänien, über die Paranoia, die dort abläuft. Dass auch der Taxifahrer, dass er für eine Fake-Demie hält, der glaubt das genauso wenig, wie ich das tue. Er hat mit dem Thema angefangen, ich habe ihm da nichts aufgeschwatzt, das kam von ihm. Er meinte in his opinion, it's a lie. Also der meint auch, da ist einiges weitaus überdramatisiert. Wir sind ja nun auch durch Braschow gefahren, was angeblich deren Hotspot ist. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Ich habe in Braschow nichts irgendwie Dramatisches gesehen. Da lagen jetzt keine Leichenberge rum, die dann irgendwie vom Leicheneinsammler weggekarrt werden, was man ja denken könnte, wenn man die Berichterstattung verfolgt. Und der Taxifahrer scheint ähnliche Vermutungen zu haben wie ich. Der hat auch mitgeteilt, in Rumänien machen sie auch medial und politisch Welle ohne Ende. Aber die Leute an sich sind dann doch weitaus entspannter. Und ich glaube, die sind auch nicht so denunzierungsgeil wie in Deutschland. Wer einen Maulkorb tragen will, der tut das. Das steht jedem frei, absolut klar. Will ich keinem irgendwie vorschreiben, was er macht. Meinetwegen tragen 10 Maulkörper. Aber wer es nicht machen will, der wird auch nicht blöd angekackt oder blöd angeplöckt von der Seite, wenn er es nicht macht. Und auch das finde ich unfassbar angenehm. Sollen die echten Paranoia-Piloten und die Menschen, die halt wirklich verunsichert sind, noch Maulkörbe tragen, solange sie Bock drauf haben. Aber lasst verdammt nochmal alle anderen in Ruhe, die da keine Lust drauf haben. Die da teilweise kaum Luft bekommen mit so einem Gesichtskondom. Und gerade in so einer bergigen Gegend, wo es wirklich hoch und runter geht. Also es tut mir leid, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich gesund ist, wenn man da sowieso schon nach Luft schnappt teilweise. Okay, ich als untrainierter Wanderer nun auf dem Tampa, ihr habt ja die Schnaufgeräusche von mir nicht gehört. Aber ich glaube, ihr versteht auch hier, worauf ich hinaus will. Das kann nicht gesund sein, wenn man da wirklich unter körperlicher Anstrengung die ganze Zeit die Bergdörfer hoch und runter geht, Treppen ohne Ende steigt. Da atmet man jeden Scheiß ein, den man zuvor ausgeatmet hat. Und auch die Stoffe, diese Materialien, die in den Stoffen sind, die man vorm Gesicht hat. Also wenn man sich da irgendwas aus Baumwolle selbst gestrickt hat, vielleicht noch irgendwie so eine chinesische Baumwolle, was auch immer, dann kriegt man diese ganzen Bleichmittel, was da noch alles verwendet wurde, um den Stoff einzufärben oder um den Stoff zu bearbeiten, dann kriegt man das alles richtig schön in die Lunge. Und ich glaube, auch da sind wir uns einig, das ist nicht gesund. Erst recht, weil das relativ schnell durchgesuppt ist.
Denn man schwitzt ja auch. Also mein Make-up ist mir wirklich runtergelaufen. Ich bin ja eh nicht wirklich geschminkt. Ich mache das nur über meine Pickelstellen, damit ich einigermaßen ja nicht ganz so viele rote Flecken habe. Aber mir sind die Schweißperlen durchs Gesicht gelaufen, als ich da schnell spazieren gegangen bin. Was aber auch daran liegt, dass ich die Anstrengung halt einfach nicht gewohnt bin. Ich kriege das hin, das ist kein Problem. Aber ich kriege es halt nicht so entspannt und locker hin, wie das vielleicht jemand kann, der das jeden Tag macht. Also ich hätte mit so einer scheiß Gesichtswindel da nicht normal atmen können. Ich glaube, ich hätte die Stufen da teilweise nicht geschafft. Also da wäre mir unter anderem die Luft weggeblieben. Und ich finde, das ist eine absolute Sauerei, jetzt nicht speziell auf Rumänien bezogen, sondern vor allem auf Deutschland bezogen, die ja da federführend mit dabei sind und das als ganz, ganz besonders toll verkaufen wollen bei uns in den Zeitungen. Es ist eine absolute Frechheit, den Menschen diese negativen Seiten absolut vorzuenthalten. Denn das Einzige, was die machen, ist euch einreden wollen, wie geil das doch ist, dass ihr Helden seid, wenn ihr da ins Schnüffeltuch schnüffelt und dass alle anderen, die dabei nicht mitspielen, dass die ja die bösen Mörder sind. Hatten wir uns gestern drüber unterhalten. Also liebe Pressevertreter, solltet ihr gerade zuschauen, ihr seht jetzt zwar gerade einen dunklen Raum, aber ich rede ja trotzdem im Hintergrund auch relativ ernst mit euch, denkt vielleicht noch mal ein kleines bisschen drüber nach, ob ihr nicht ein Fünkchen wieder in die Realität zurückkommt und durchaus vielleicht auch selber mal euch eingesteht. Ihr wisst es ganz genau, dass diese vermaledeiten Maulkörbe eine absolute Gesundheitsbelastung sind, wenn gesunde Menschen dazu genötigt werden. Und ich rede mit Absicht von gesunden Menschen, denn dass man auf einen Zombie trifft oder auf einen tatsächlich Infizierten, da wurde mir ja schon angekreidet, ich würde die da als Zombies diffamieren, darum geht's nicht. Mir geht's darum, mich drüber lustig zu machen, beziehungsweise den medialen Umgang mit einer Spur Ironie und Sarkasmus zu würzen, denn 80% Infizierte ohne Symptome, tut mir leid, ist keine Pandemie, das ist Schwachsinn, das ist eine Medienpandemie. Aber zurück zum Thema. Die Anzahl der angeblich Infizierten steht in keinerlei Verhältnis zur Anzahl der Gesunden. Millionen von Menschen werden momentan vorsätzlich in ihrer Gesundheit geschädigt, weil sie nichts haben, weil sie keine Zombie-Paranoia haben und weil sie dazu gezwungen werden, in Spanien teilweise ja noch katastrophaler, mit so einem blöden Gesichtskondom rumzurennen und teilweise auch anstrengende körperliche Arbeit zu verrichten. Und das finde ich wirklich, das ist nicht nur frech, das ist menschenverachtend. Und es wird ja zum Glück auch mittlerweile ein bisschen Kritik laut. Und bevor jetzt wieder Paranoia-Piloten reinkommen, mich anmotzen, aber es hat auch die Pandemie verlangsamt. Liebe Freunde, ihr rennt da mit Baumwollstofftüchern vor der Schnauze rum, die nach 15 Minuten durchgeatmet sind. Wenn ihr gesund seid, seid ihr keinerlei Gefahr für irgendjemanden. Und wenn ihr nicht gesund seid, bleibt, müsst ihr eh zu Hause bleiben oder solltet ihr eh zu Hause bleiben. Und selbst auf der WHO-Pressekonferenz wurde gesagt, dass asymptomische oder asymptomatische Infizierte, die keine Symptome haben, die sich gesund fühlen, dass die sowieso in den seltensten Fällen überhaupt dazu geeignet sind, jemanden anstecken zu können. Das heißt, all die kerngesunden Menschen werden momentan, naja, im schlimmsten Fall tatsächlich krank von diesem Schwachsinn. Und ja, auch Herpes an der Lippe oder ungewöhnliche Pickelbildung um den Mund rum oder irgendwelche Entzündungen im Mund-Nasen-Bereich, auch die sind für mich Körperverletzungen, wenn sie auf diese Maulkörbe zurückzuführen sind, die von der Regierung vorgeschrieben werden. Aber jetzt weg mit all den negativen Sachen, denn wir haben ja noch richtig Schönes, wie ihr seht. Ich habe jetzt die ganze Zeit mich geärgert über die Pandemie-Paranoia-Piloten und habe ganz vergessen, euch die Schönheit hier näher zu erläutern. Denn ihr habt es gerade gesehen, da war ein Nachbau der sogenannten, der heißt natürlich anders, der Kronjuwelen, da lagen Krone und Zepter. Und Juna, falls du dieses Video gerade anschauen solltest, ich glaube, du kannst da mit deinen Connection sicher mal was drehen. Mach mir das Zimmer samt Ausstattung mal klar, wir ziehen da nächste Woche ein. Da bleibe ich, da gefällt es mir, da kann ich endlos wandern gehen. Kleiner Scherz am Rande, auch wenn der Scherz gar nicht so lustig gemeint ist. Ja, vielleicht noch was Negatives. Ich weiß, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt und das kommt auch lustig rüber, aber ich meine es wirklich nicht lustig. Ich bin echt traurig, dass ich morgen aus dem Land wieder weg muss. Das klingt jetzt völlig bescheuert, aber es war echt vorhin so richtig, ich will nicht, so wirklich, ich war traurig. Einfach nur traurig, als ich daran gedacht habe, dass ich morgen weg muss. Und das kenne ich so nicht. Ich reise ja ganz gerne mal, normalerweise ist es halt so, ja gut, heute bin ich halt in Malmö, morgen bin ich in Kalmar, übermorgen wieder in Rostock, dann wieder in Berlin, das ist mir alles Wurst, ich habe meinen Laptop dabei, ich habe mein Internet, ich kann da mit euch ein bisschen kommunizieren. Aber jetzt, seit ich hier in Transsilvanien bin, speziell in der Region um Brașov und Prahm rum, da weiß ich jetzt schon, dass ich das in wenigen Tagen ganz massiv vermissen werde. Aber jetzt genießen wir erstmal, schaut euch die schöne Dekoration an, da stehen Ritterrüstungen, da sind historische Waffen ausgestellt. Ihr könnt auch im Schloss-Souvenirshop ein Schwert erwerben, das hätte ich auch fast gemacht. Das Problem war nur, ich kenne die Einfuhrbestimmungen nicht, deswegen habe ich es mir dann doch verkniffen. Denn wenn die in Ungarn wirklich rumspacken sollten an der Grenze, da vielleicht irgendwie Fahrzeuge durchsuchen oder so, dann will ich natürlich nicht mit einem, wenn auch nur Deko-Schwert aufgegriffen werden und dann irgendwie im schlimmsten Fall das Ding nicht mitnehmen dürfen.
So, jetzt meinte ich vorhin, jetzt seht ihr gerade die historischen Filmkostüme, natürlich nicht die echten, aber das Rote ist vom lieben Vlad und das Gelbe auf der rechten Seite gehört zum Mihai, der ist ein bisschen älter als der Vlad, wenn ich das jetzt nicht verdrehe. Und das sind wohl beides, ich weiß, die müssten auch verwandt sein, ja, die sind auch verwandt. Die waren beide unter anderem Herrscher über Transsilvanien. Und ihr wisst ja besonders, der liebe Vlad, der wäre wahrscheinlich in Deutschland Rechtsextremist, wenn man unseren Deppen da deren Argumentation abkaufen möchte. Denn Vlad hat den Osmanen-Einfall verhindert. Vlad hat das osmanische Heer zurückgedrängt. Ja, das war nicht unbedingt so menschenfreundlich, wie er vorgegangen ist. Das hat ihm ja seinen Beinamen Vlad der Pfähle eingebracht. Aber das hat Rumänien wahrscheinlich davor bewahrt, bis zur Unkenntlichkeit verschandelt zu werden. Nicht, dass das Osmanische Reich jetzt irgendwie hässlich wäre oder so, aber das Osmanische Reich gehört eben nach Vorderasien. Da ist die geografische, da entstammt es her, da soll es gerne auch so aussehen, dass da die Zwiebeltürmchen an den Moscheen stehen. Das gefällt mir ja auch, ich mag das. Aber ich will verdammt nochmal nicht, dass ich irgendwie eine Kultur, die sich für das Beste auf der Welt hält, dass die da irgendwie den gesamten Globus einnimmt und alles verzwangsangleicht. Ich finde es schön, wenn man Unterschiede sieht. Ich finde es schön, wenn ich in Rumänien erkenne, ich bin in Rumänien. Ich finde es schön, wenn ich in der Türkei erkenne oder in Saudi-Arabien, das ist eh jetzt nicht mein Ding, aber oder in Dubai, dass ich da erkenne, dass ich irgendwo im arabischen Raum bin. Ich will da die Moscheen sehen, ich will da die islamischen Statuen und sowas sehen, weil das einfach dazugehört. Das ist schön, das ist ästhetisch. Aber ich will das nicht da sehen, wo andere Kulturen herkommen, beispielsweise eben dort. Deswegen vielen Dank, lieber Vlad, dass du Rumänien davor bewahrt hast. In Deutschland würde man dich dafür wahrscheinlich bis heute diffamieren und deine Straßen auf Biegen und Brechen umbenennen wollen, weil ja alles Nazi ist, weil du deine eigene Kultur und dein eigenes Land verteidigt hast. Aber in Rumänien würdigt man ihm halt dementsprechend. Es gibt zahlreiche Straßen mit dem Namen Vlad Tepeš. Ich habe ja mein Hotel in der einen noch gehabt, die Casa Vlad Tepeš in der Strada Vlad Tepeš. Das hat mir auch gut gefallen. Hier ist er eigentlich fast schon ein kleiner Nationalheld. Zumindest wird er auch touristisch ganz ordentlich ausgeschlachtet, was ja auch, na klar, das ist halt deren Touristenmagnet, der Vampirkönig Graf Dracula. Hier in den dunkleren Räumen, wo ihr jetzt nicht ganz so viel seht, da liefen Filme und ja, Tonaufnahmen, so Audiodateien wieder, die auch so ein bisschen das Alltagsleben auf der Burg wiedergegeben haben, die teilweise nachgespielt zeigen, wie Vlad da irgendwie mit seinen Mitstreitern gesprochen hat. Das war leider auf Rumänisch, aber mit englischem Untertitel. Und auch da kann man wahrscheinlich stundenlang in dem Schloss verweilen, sich alles ganz genau durchlesen, wirklich jeden Film in aller Ruhe anschauen und sich einfach daran erfreuen, an so einem wunderschönen Ort, in so einer tollen Kulisse zu sein. Da habt ihr gerade die kleine Kanone gesehen. Und nun kam die Akkuwarnung dazwischen, deswegen habe ich ganz kurz die Powerbank angeschlossen, denn ihr habt es nachher in der Roomtour noch gesehen. Ihr habt es an der Stelle schon in der Roomtour gesehen. Neben meiner Badewanne ist so eine Ablage vom Waschbecken, deswegen kann ich ganz gemütlich meine Powerbank und alles, was ich so zum Video bearbeiten brauche, auf diese Ablage legen, um aus der Badewanne heraus direkt produktiv sein zu können. Denn wir haben es jetzt Ortszeit 23.53 Uhr, bei euch 22.53 Uhr und das Video geht wieder etwa 1,5 Stunden. 1 Stunde und 20 Minuten relativ glatt. Ich will, dass das zeitnah online ist, damit ihr nicht ganz so spät ins Bett kommt. Ich muss natürlich morgen auch, um 10 muss ich zum Frühstück runter. Das muss ich euch gleich noch erzählen, das habe ich jetzt schon die ganze Zeit angekündigt, habe ich völlig vergessen. Aber da kann ich halt auch nicht um 5 ins Bett gehen, wenn ich dann noch so eine relativ lange Fahrstrecke morgen zurücklegen muss. Deshalb machen wir das heute hoffentlich ein bisschen, kürzer und knapper. Also nicht kürzer im Sinne von, ich mache weniger für euch, ich rede weniger mit euch. Nein, ich will einfach versuchen, das möglichst reibungslos hochzuladen und zu bearbeiten, dass ihr das meiner Ortszeit nach spätestens um 2 Uhr, eigentlich will ich schon, dass ihr das gegen 1 seht. Ich hoffe, das ist irgendwie machbar, damit wir dann anschließend, ist bei euch gegen Mitternacht, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, damit ich dann anschließend noch ein bisschen, nur ein halbes Stündchen ganz gemütlich für den Vlog habe und danach dann auch in die Kissen sinken kann, die wirklich sehr, sehr gemütlich sind hier im Dracula-Haus. Aber jetzt zu der lustigen Story, die ich die ganze Zeit wieder zurückgedrängt habe. Ich glaube, zum Schlosshof muss ich gar nicht so viel sagen. Die Bilder, die sprechen ja für sich. Denn als ich dann im Hotel ankam, das habe ich ganz spontan kurz vor knapp gebucht. Ich wusste ja wirklich heute Mittag noch nicht, wo ich abends bin. Das habe ich auf der Fahrt nach Bran mir erst dann rausgesucht und da dann das Zimmer gebucht, weil Booking.com hat das halt alles so angenommen, meinten Check-in bis 0 Uhr. Und dann kam ich halt an am Schloss und ich war aber schneller als der Hotelbesitzer, denn die anderen Gäste, die ebenfalls übers Wochenende bleiben aus Tagumuris, kleiner Spoiler, das weiß ich schon, das hat auch einen Grund, warum ich das weiß, die sind ebenfalls erst abends angereist und da ansonsten außer mir wohl keiner da war, was wohl auch in der Zombie-Paranoia liegt, der jetzt mittags schon an oder nachmittags,
es war ja auch schon abends, der schon eher ankommen wollte als die angekündigte Truppe. Da war natürlich auch noch keiner im Hotel und die mussten dann, ich weiß nicht, wo der herkam, da musste auf jeden Fall ins Auto springen und herkommen. Das heißt, ich stand hier erstmal vor einem zuen Hotel mit einer Telefonnummer dran, wo erstmal keiner abgenommen hat und habe mir schon gedacht, ja, blöd, ne? Aber Auto steht sicher. Ich habe dann drüber nachgedacht, ob ich vielleicht einfach zuerst spazieren gehe. Das war ja schon nach meinem Schlossbesuch. Ich bin nämlich erst im Schloss und dann zum Hotel gefahren. Und da war meine Überlegung, ich gehe halt erst drüber nach Sohodoy spazieren. Dann aber kam ein Auto mit Sigisoara-Kennzeichen. Da sind drei Leute ausgestiegen, richtig coole Rumänen, also wirklich ganz, ganz lieb. Wir haben uns da kaputt gelacht die nächste Stunde lang. Wir saßen nämlich dann hinterm Hotel an so einer Sitzecke, nachdem wir festgestellt hatten, scheiße, noch keiner da. Die haben dann nochmal versucht, den Inhaber anzurufen, der ist dann auch rangegangen. Der meinte dann, er ist im Auto, wir sollen uns doch hinter das Hotel bitte dort in so, auf so eine Feuerstelle, da ist so ein überdachter, ja so ein Partybereich, wo man abends grillen kann und so. Da sollen wir doch bitte auf ihn warten, tut ihm super, super leid, er ist unterwegs, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass noch spontane Buchung reinkommt, beziehungsweise, dass er eben, naja, doch erst, dass er eben doch früher am Hotel sein muss. Und wir haben diese Zeit dann damit verbracht, dass wir uns wirklich super unterhalten haben, also... Sie haben mich natürlich gefragt, wo ich herkomme. Die haben mir mein Auto gesehen. Ich habe mal ein bisschen erzählt, was ich so in Rumänien mache, wie lange ich schon da bin. Wollten auch wissen, wie ich es finde. Da meinte ich natürlich auch, ja, ich will eigentlich gar nicht wieder weg. Ich würde am liebsten gleich einziehen. Also die waren mir auf Anhieb sympathisch. Dann haben wir die noch ein bisschen erzählt. Die hatten zwar ein Sigisoara-Kennzeichen dran, aber der größte Teil der Reisegruppe, danach kam noch ein zweites Auto, die gehörten zur gleichen Gruppe, das war irgendwie die Schwester und der Bruder von denen, mit denen ich mich schon unterhalten hatte, die kamen alle aus Tagomures. Da sind wir ja dran vorbeigefahren. Und die verbringen das Wochenende in Bran, sind das erste Mal hier und gehen morgen aufs Schloss, beziehungsweise auf die Burg. Die eine, oh Gott, ihren Namen habe ich vergessen, ich weiß, dass es zwei Simonas gibt. Werde ich morgen beim Frühstück eh sehen, denn ich gehe davon aus, dass wir morgen zur gleichen Zeit frühstücken, weil wir wirklich vorhin, ja, wie gesagt, etwa eine Stunde zusammensessen und uns gesessen haben und uns einfach nur unterhalten haben. Die werde ich dann morgen auch noch mal sehen, mich da auch noch ein bisschen austauschen können, denn das sind so die ersten Einheimischen, mit denen ich wirklich ein Gespräch geführt habe. Und, also jetzt mal abgesehen vom Taxifahrer, der natürlich auch, der ist auch das erste wirklich Einheimische, mein erster einheimischer Gesprächspartner hier in Rumänien. Ansonsten war das immer nur so ein kurzer Kaufvorgang oder im Hotel einchecken, im Hotel fragen, ob sie mir ein Taxi bestellen können. Das ist ja kein richtiger Dialog. Das hat sich nun geändert, deswegen war das gar nicht so schlecht, dass der Hotelmanager ein bisschen länger gebraucht hat. Er hat sich ja noch tausendmal entschuldigt und er kam dann an, hat uns da alle sitzen sehen. Der Fahrer der Tagomures-Gruppe, der hat dann noch sein oh Gott, Palinka ausgepackt, so ein ungarischer Obstbranntwein oder so, 50% Alkohol hat er dann noch rumgereicht. Ich habe nur ganz, ganz eine kleine Zunge ausprobiert, weil sie meinten, ist rumänisch, muss ich unbedingt mal kosten. Ich musste ja auch nicht mehr fahren, ich habe das nicht getrunken, ich habe es nur mal ausprobiert und gekostet. Das ist extrem, also das brennt wirklich. Und das haben sie dann noch so, haben sie angestoßen. Also es war eine richtig lustige Runde. Und wir saßen dann an diesem riesen Partytisch und dann kam der Hotelmanager und kam dann schon lachend zu uns und meinte so, dass wir uns die Zeit ja gut vertrieben haben. Und dann konnte auch endlich jeder auf sein Zimmer. Dann habe ich mich nur noch schnell meine Sachen aufs Hotel gestellt und bin dann auch direkt auf meine Wanderung gegangen, denn das Licht war ja dann schon relativ schnell weg. Ich habe ja nur bis 21 Uhr noch was, ja, Sonne und ich will ja auch gerne was sehen. Die eine Frau aus Tagomures meinte dann schon, ich muss aufpassen, wenn es dunkel wird, da kommen ja Bären und sowas, es ist gefährlich. Da habe ich dann darauf entgegnet, ich bin noch in Rumänien. Ich meine, im Vergleich zu Berlin ist es mit Sicherheit 10-mal sicherer. Da haben sie erst ein bisschen irritiert geschaut, dann habe ich denen erzählt, was in Berlin zeitweise abgeht. Dann waren sie doch etwas schockiert und dann fanden sie es auch ganz witzig, dass ich nach Rumänien komme und da überhaupt keine Angst habe, während man in Berlin ja doch ein kleines bisschen in den dunkleren Ecken schauen sollte. So, jetzt rennen wir wieder raus aus dem Schloss und dann melde ich mich aus dem Hotel. Damit wären wir dann auch am nächsten Etappenziel angekommen. Wir sind jetzt in Bran, bleiben dann noch diese Nacht und morgen geht es dann Richtung Tschechien. Denn, na klar, wir halten natürlich noch in Sibiu an und auch in Hunedoara bei dem anderen Schloss. Bran habt ihr ja nun schon gesehen. Ich muss jetzt aufpassen, dass das Video nicht wieder viel zu lang geworden ist, denn da steht eigentlich noch was auf meinem Plan. Denn ich habe jetzt noch ungefähr knapp 2 Stunden Licht und die will ich nutzen, um noch ein bisschen spazieren zu gehen hier. Denn die Landschaft ist mega. Es gibt natürlich noch eine kleine Roomtour, die nehme ich jetzt direkt im Anschluss für euch auf, solange es noch Licht gibt. Ich habe auch eine mega Aussicht, also ich kann direkt aufs Schloss Bran schauen. Und danach machen wir uns auf die Socken und ich erkunde noch ein kleines bisschen hier so die Umgebung bzw. die Wälder und organisiere mir auf dem Rückweg dann Essen. Ich muss euch nachher noch was total Lustiges erzählen, denn das war gerade ein kleines Erlebnis, die Ankunft hier. Aber wenn ich das jetzt aufrolle und damit anfange, dann sitzen wir eine halbe Stunde noch. Deswegen erzähle ich euch das dann nachher. Beziehungsweise vielleicht habt ihr das auch schon gehört, weil ich euch das auch zum Off reingequatscht habe. Wenn ihr diese Szene seht, das entscheide ich dann nachher, wie das am schnellsten und am effizientesten geht. Kommt drauf an, was ich jetzt noch filme. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserer traurigerweise letzten Bleibe hier in Rumänien. Es geht ja dann morgen schon wieder zurück.
Eigentlich müsste ich jetzt schon in Pilsen sein, das hat ja alles nicht so gut funktioniert. Ich bin aber zumindest froh, dass das mit dem Auto so verhältnismäßig reibungslos abgelaufen ist. So, jetzt schaut euch mal um. Ich bin natürlich im Dracula-Haus. Das passt ja so von der Aussicht her. Und dann geht es endlich noch ein bisschen hier durch Bran spazieren. Ich habe gerade noch nichts gemacht, außer mein Gepäck abzustellen. Deswegen ist das alles noch im Urzustand. Ich will, wie gesagt, jetzt wirklich keine Zeit mehr verlieren, damit mir das Licht nicht abhaut. Aber auch das ist ein richtig schönes Zimmer. Ist wieder ein völlig anderer Stil. Das ist so ein bisschen antiker, was ich mir ganz bewusst ausgesucht habe. Ich wollte noch mal was Klassischeres. Ich habe auch wieder eine Badewanne. Das heißt, wir können nachher die Ente zu Wasser lassen. Das mache ich aber dann erst nach dem Spaziergang. Sogar mit Dachbeleuchtung, die dann oder mit Dachfenster, was dann nachher nicht mehr ganz so viel bringt. Und eine Sache muss ich euch unbedingt noch zeigen. Ich kann euch das Zimmer nachher auch noch mal ganz in Ruhe zeigen. Das ist jetzt eine Tour im Schnelldurchlauf. Aber schaut euch mal die Aussicht an, wenn ich diesen Vorhang zur Seite bekomme. Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr zusagen. Ich habe da mit Absicht leiser geredet, denn unten standen noch die anderen und die hätten mich wahrscheinlich für völlig bekloppt verkauft, wenn ich da oben mit meinem Handy rede. Deswegen spreche ich das jetzt aus dem Off ein. Das ist der Blick in Richtung Bran. Und ich denke, ihr könnt vorstellen, warum ich so begeistert bin, hier zu sein. Und das ist auch noch lange nicht alles, denn wartet mal ab, was wir jetzt gleich noch zu Gesicht bekommen. Ich habe auch ganz vergessen, euch noch eine Sache zu erzählen von unserem lustigen Gespräch, von unserem lustigen Zusammensitzen. Denn der größte Witz an der Sache, das ist für mich mittlerweile so völlig normal, da habe ich noch gar nicht mehr so richtig dran gedacht, da habe ich anfangs wirklich Schiss gehabt und dachte mir, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Denn ich habe ja vorher, als ich in Bran war und da langgelaufen bin, da habe ich ja auch im Auto noch eine Szene für euch aufgenommen, ein bisschen mit euch geredet und hatte meine Vampirzähne drin. Und ich bin mit den Zähnen, also mit meinen Vampirzähnen ins Hotel gefahren, dachte beim Check-in, ja, dem nicke ich kurz zu, gebe meinen Pass, kriege meinen Schlüssel, gehe hoch, der kriegt das eh nicht mit, ob ich jetzt Vampirzähne habe. Ja, weit gefehlt. Ich stand ja dann relativ kurz nur vor dem Hotel, bis die anderen kamen. Da konnte ich auch nicht mehr das Gebiss rausmachen. Deswegen stand ich mit meinen Vampirzähnen vor dem Hotel, habe mich da die ganze Zeit mit meinen Vampirzähnen mit den anderen unterhalten, habe anfangs noch versucht, da irgendwie den Mund kaum aufzumachen, habe dann bemerkt, der spricht sich scheiße. Deswegen habe ich es dann ein bisschen lockerer gesehen, habe dann einfach normal geredet, hat auch keiner irgendwie was gesagt. Also das war für die offensichtlich auch völlig okay. Wie gesagt, wir haben uns auch gegenseitig ernst genommen. War jetzt nicht so, dass die dachten, da steht irgendwie ein Vollidiot vor ihnen. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber ich habe tatsächlich 1 Stunde bis 1,5 Stunden ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil wir am Ende ja dann noch beim Check-in noch ein bisschen gescherzt haben, aber ich habe ungelogen die ganze Zeit mit den Vampirzähnen damit mit der Gruppe aus Tagumuris geredet. Und mir ist das dann irgendwann nicht mehr aufgefallen. Nachdem da von der Gruppe keine komischen Reaktionen kamen, war mir das dann auch völlig egal. Aber das ist so eine Reiseanekdote, die vergesse ich wahrscheinlich auch nicht so schnell. Denn da hattet ihr auch schon gefragt, wie reagieren eigentlich die Einheimischen auf meine Zähne? Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich so sonderlich viel bisher damit kommuniziert habe mit anderen Leuten, was einfach auch daran liegt, dass die meiste Kommunikation natürlich in Restaurants stattgefunden hat, wo ich hier essen wollte. Und kaum mit den Zähnen, das geht nicht, habe ich euch ja am Freitag erklärt, warum das nicht geht, weil die eben dafür nicht ausgelegt sind, weil man so eine Zahnspange hat und dann geht das kaputt, wenn man damit rumkaut. Und deswegen hat sich das noch gar nicht so sehr ergeben, dass das so richtig prägnant aufgefallen wäre. Heute allerdings schon. So, schaut mal, was ich da gefunden habe. Ich laufe jetzt Richtung Sohodol rauf, das ist ein Teil von Bran. Und da saß ein Glückskätzchen, eine kleine Juna, die hat mir auch zugezwinkert. Ihr seht jetzt noch einige Sekunden lang Katze in Großaufnahme, weil ich die einfach so schön fand. Das scheint noch eine relativ junge zu sein. Hat sich leider nicht rangetraut, aber wir haben zumindest nonverbal mittels Blinzeln so ein kleines bisschen kommunizieren können. Und schaut euch mal dieses wunderschöne Kätzchen an. Das ist so eine richtige Schildpatt. Juna ist ja auch Schildpatt. Juna ist wunderschön, nicht falsch verstehen. Aber das ist nicht Schildpatt, wie sie im Buche steht. So sind Glückskatzen eingefärbt. Die sieht auch nicht aus wie ein Streuner. Ich glaube, die wohnt da irgendwo. Denn ich war mitten auf dem Land. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch. Und ein Touri-Hotspot, da irgendwie die Souvenirstände bis sonst wohin, die Multimedia-Shows im Schloss. Aber sobald man von der Hauptstraße abweicht und rauf geht auf die Berge, rein in die Wohngebiete, da läuft man dann auch mal an einem Garten vorbei. Da stehen 2 Kühe und Gras mit den Kuhglocken. Da ist da irgendwo eine Schafherde, die Futter. Da macht irgendwie irgendwo ein alter Mann sein Heu mit der Sense. Da verschneidet eine alte Frau die Hecken mit einer Gartenschere. Also halt wirklich richtig traditionell, noch mit so einem Kopftüchchen, wie sie es früher gemacht haben. Und da ist man in einer völlig anderen Zeit. So, und jetzt schaut euch bitte diesen Blick an. Ich stande und habe gestaunt. Da hinten geht es dann wieder in Richtung Braschow von der Sichtrichtung. Den hügeligen Berg, den habt ihr ja sicher gestern und heute Morgen schon mal gesehen. Und man konnte super weit schauen, trotz dass es relativ bedeckt war jetzt am Abend. Und wenn man da oben ein Häuschen hat, ich glaube, das ist der Checkpot.
Die Häuser, die da standen, die sind auch erstaunlich modern. Ja, es gibt einige, die sind ein bisschen heruntergekommen, die haben schon bessere Zeiten gesehen, aber auch ganz, ganz viele in Anführungszeichen Neubauten, wo sich wirklich jemand Mühe gegeben hat, die wahrscheinlich auch nicht ganz günstig waren. Okay, das passt jetzt gerade nicht zum Bild, was ihr seht. Da war ich sehr irritiert. Dann schaut euch das mal an. Ich halte das Handy gerade. Die Häuser allerdings sind beide völlig krumm und schief. Also nicht nur dieses Haus, was abgerutscht aussieht, auch das andere Haus links daneben, das ist... Da habe ich erst gedacht, war der Architekt da besoffen? Was haben sie denn da gemacht? So viel Palinka gesoffen oder was? Aber die Realität ist wohl ein bisschen trauriger. Ich habe den Clip nämlich schon bei Facebook gepostet. Da kamen einige aufklärende Kommentare bzw. Antworten, die mir das erklärt haben. Da ist wohl irgendwie ein Erdrutsch gekommen oder irgendwie ein Bergeinbruch. Also die Häuser sind wohl wirklich abgesackt. Da ist der Boden nach unten gesackt. Und das ist natürlich auch, also, ja, da... Diese Scheiße, stellt euch mal vor, ihr baut da so ein richtig großes, wunderschönes, also wahrscheinlich wunderschönes Haus hin und zack, kaputt. Sicher kann euch in Deutschland oder anderswo ganz genauso passieren, aber gerade da, nachdem man so ein geiles Baugrundstück hat, mit Blick über ganz Pran und Sohodol und Richtung Brasov und Rasnov, da sackt euer Bergweg und beide eure Häuser, also die standen sehr nah beieinander, vielleicht waren das sogar irgendwie eine Familie, die bauen wollte, beide Häuser kaputt. Also das ist ja wirklich nicht unbedingt schön. Ich hoffe, dass die Leute, die Erbauer eine Versicherung haben, die für den Schaden aufgekommen ist, dass sie mittlerweile ein Ersatzhäuschen haben, was genauso schön ist. Aber da ich mich vorhin wirklich noch ein bisschen drüber amüsiert habe, ja, wer hat denn da so schräg gebaut, wo sollte denn da drin wohnen? Ja, dafür war das dann im Nachgang schon, das wünscht man keinem, was da passiert. Und auch hier Blick über das Tal. Dort, wo die Bäume sind, zwischendurch wandern teilweise auch noch Felder, je nach Seite, wo man runtergeschaut hat. Und da waren wirklich saftgrüne Wiesen, ganz, ganz viele Obstwiesen, Kirschbäume, Apfelbäume, Mirabellenbäume. Wie auf dem Land, wie mitten in der Pampa, obwohl eine halbe Stunde, wenn kein Stau ist, entfernt die Großstadt ist. Und obwohl unten die Touristen durchbrettern. Trotz allem ist da oben alles so schön ruhig und grün und so naturbelassen. Was natürlich auch dort ist, alles voller Hotels, Pensionen ohne Ende, Gasthäuser ohne Ende. Ja, wie gesagt, teilweise auch Luxushotels, also 5 Sterne und sowas, was einfach daran liegt. A, ist da das Vlad Tepes Schloss, wo er halt nie gewohnt hat, ihr wisst ja. Aber da ist auch das Wintersportgebiet in der Nähe. Denn Pujana ist von dort aus, ich glaube, 15 Kilometer entfernt. Und das ist natürlich auch sehr attraktiv im Sommer zum Wandern und im Winter zum Skifahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde sagen, der Aufstieg hat sich definitiv gelohnt. Denn der ganze hier Rauflaufweg war schon spektakulär, aber schaut euch einfach diese Aussicht an. Es ist so mega schön. Ich glaube, dieser Ort, wo ich gerade bin, heißt Sohodol, beziehungsweise der Bereich, das gehört ja mit zu Bran. Und unser kleines Schlösschen, unsere kleine Burg ist da unten. So, da es jetzt schon relativ spät ist und ich unfassbar viel Hunger habe und keinen arglosen Passanten angreifen möchte, werde ich jetzt direkt runter ins Zentrum von Bran laufen, mir noch was zum Essen besorgen und danach setze ich mich dann auch gleich an das Video. Aber lasst einfach mal den Blick auf euch wirken. Ich habe hier jetzt wirklich ganz, ganz viele Aussichtssequenzen einfach eingeschnitten. Ich könnte hier den ganzen Tag stehen. Hier ist eine mega schöne Wiese mit Blumen und allem drum und dran und man kann wirklich endlos weit in die Berge schauen, beziehungsweise in die Ebene. Da drüben ist wohl auch ein Nationalpark. Wenn ich jetzt noch ein paar Tage mehr Zeit hätte, würde ich da durchspazieren bis zum Umfallen. Das müssen wir auch alles auf das nächste Mal verschieben. Denn es steht definitiv fest, ich war nicht das letzte Mal in dieser Region. Hier gibt es so viel zu sehen. Das schafft man natürlich in einigen Stunden leider nicht. So, jetzt aber Essen, Fassen, Marsch. Und ich zeige euch dann vielleicht noch ein bisschen was aus dem Stadtzentrum von Bran oder aus dem Dorfzentrum, je nachdem. Wobei das Video ist wahrscheinlich heute sowieso schon wieder relativ lang. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem ein bisschen. Denn das ist exakt das, was ich gesucht habe. Ich habe es nicht nur gesucht, ich habe es ganz offensichtlich auch gefunden. Denn ich habe es ja gestern im Video schon, vorgestern schon so scherzhaft angemerkt. Mein Auto ist ja ausgerechnet da liegen geblieben, wo eine neue Geschichte spielt, die ich aktuell schreibe. Habe jetzt gerade knapp 100 Seiten fertig, kommt natürlich noch viel, viel mehr dazu, wenn ich wieder motiviert bin. Aber ja, ich habe ja schon erzählt, ich weiß nicht, warum ich mir ausgerechnet da dieses Sohodol und Brasov ausgesucht habe. Aber ja, das klingt jetzt, wie gesagt, völlig gaga, aber ich bin nicht betrunken, keine Sorge. Ich habe es mir mehrfach vorgestellt, wie das da aussieht. Ich habe mir bei Google Bilder ohne Ende angeschaut. Ich habe überlegt, wo könnte da welcher Schauplatz sein. Und jetzt habe ich das in echt gesehen und meine Wahl war perfekt. Jetzt macht das gleich noch viel, viel mehr Spaß, diese Geschichte weiterzuschreiben. Ja, okay, es spielt erstmal nur das Intro dort, weil meine Protagonisten dann leider nach Deutschland fliegen bzw. dahin ziehen, was nicht alle ganz so geil finden, aber wurde halt so entschieden von anderen Verwandten, damit es ein bisschen lustig bleibt. Aber es werden noch ganz, ganz viele Szenen und ganz, ganz viele Kapitel dort in dieser Umgebung spielen. Das ist ab heute absolut in Stein gemeißelt.
Jetzt weiß ich ja auch, wie man sich das alles vorstellen kann. Denn ich habe tatsächlich gedacht, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen bescheuert, aber es ist halt so, dass Sohodol ein Tal ist, dass es ein Tal zwischen zwei Bergen ist. Deswegen habe ich Tal Sohodol geschrieben. Das ist natürlich Blödsinn, das muss ich dann nochmal korrigieren. Aber das war ja auch Ziel der Sache. Ich wollte unbedingt dahin, was ich mir ausgeguckt habe für meine Geschichte. Das habe ich vorher nicht so groß gesagt, was einfach völlig irre klingt. Aber ja, die selber ein bisschen schreiben unter euch, die verstehen das wahrscheinlich. Deshalb war Prachow auch als Wendepunkt angesetzt. Und von dort aus will ich ja wieder gegen Deutschland fahren. Ich könnte noch weiter Richtung Osten fahren. Das sind auch noch schöne Orte, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber es stand von Anfang an fest, ich will nach Prachow und nach Prag und mir da die Wildnis rundherum anschauen. Das mit der Wildnis hat nur so halb funktioniert, aber besser als gar nichts. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Abstieg, natürlich im etwas schnelleren Durchlauf, damit es nicht zu lange dauert. Das ist genau der gleiche Weg, den ich hochgegangen bin. Ich dachte, ich kann da nur so eine Rundmarsch machen. Ich komme vielleicht auf einer anderen Straße wieder runter, damit ich nicht zweimal die gleiche Route gehe. Weil ich will ja so viel wie möglich sehen, aber das funktioniert da wohl nicht, beziehungsweise ich habe auf Google und auch bei meinen Apple Maps keine andere Straße von dem Punkt aus gesehen, die runterführt. Es gehen zwar mehrere hoch, aber die sind nicht verbunden. Da ist dann zwischendurch irgendwie ein Häuschen, was da steht, zwischen zwei Straßen, die sich so auf 120 Meter oder so berühren. Oder da ist eine Obstwiese, wo ich nicht weiß, ob ich da rüberlatschen darf. Deswegen bin ich die Strecke wieder runtergelaufen und auch das, ich habe es nicht bereut. Ich habe die gleiche Aussicht nochmal vor mir gesehen. Denn erst bin ich ja vom Talpanorama weggelaufen, auf die Bergkette zu. Jetzt laufe ich von der Bergkette weg auf das Talpanorama zu. Und jetzt könnt ihr auch so ein bisschen die Bebauung da erahnen. Es ist unfassbar ruhig dort. Aber die Häuser, das ist jetzt nicht irgendwie dritte Welt oder so, überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale Einfamilien- oder teilweise auch wahrscheinlich Mehrfamilienhaussiedlung, sind wirklich echt große Häuser. Und da ist nichts, wo man sich irgendwie, weiß nicht, unwohl fühlt oder fremd oder sowas. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das irgendwie verständlich rüberkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich bin die ganze Zeit mit einem wundervollen Gefühl da lang spaziert, hatte keine Sekunde irgendwie Angst oder sowas. Gut, ich bin ja auch generell nicht so sehr ängstlich. Ich habe ja auch in Deutschland keine Angst, wenn ich abends rumlaufe. Aber hier war es halt wirklich so, das war tiefenentspannt. Kein oh, da könnte was sein, kein, naja, da ist halt kommen Waller alter Schwöre und die Party-Szene, vielleicht guckt man mal, wo da notfalls ein Fluchtweg ist. Das war hier absolut nicht vorhanden. Aber wir sind ja auch in Prahn, hier gibt es in der Regel abends keine Schießereien und Verfolgungsjagden durch Neukölln. Hier gibt es auch nicht Waller alter und Schwöre, die da irgendwie, naja, zur 30. in Heeresstärke irgendwo öffentliche Plätze besetzen. Hier sind zwar ganz viele Leute unterwegs, aber da ist nicht diese latente Aggressivität vorhanden. Auch das können wahrscheinlich nur die nachvollziehen, die irgendwie in Großstädten wohnen. Aber lauft mal über so einen Platz, wo Baller, Alter und Schwöre da abends rumhängen. Ich will keinem irgendwie Unrecht tun. Also es gibt mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Leute, also ganz, ganz viele auch Araber und was weiß ich nicht alles, die abends über auf irgendwelchen Marktplätzen sitzen und da einfach nur mit Freunden ganz, ganz friedlich abhängen wollen und niemand, keiner Fliege was zuleide tun. Die will ich nicht in einen Topf schmeißen. Aber es gibt leider auch die, die ein bisschen anders sind und wo dann, ja, wo man schon merkt, da ist eine gewisse Spannung in der Luft, die sind jetzt nicht unbedingt so auf Smalltalk eingestellt. Wenn man sich da vielleicht nicht ein bisschen schnell dran vorbei bewegt, dann, naja, dann kann das im schlimmsten Fall vielleicht doch eskalieren, weil die irgendwie Streit suchen oder sich dann mal wieder wie die Sultans der Welt aufführen oder sowas. Ich glaube, die Frauen unter euch, die verstehen das schon. Man hat halt einfach, wenn man durch gewisse Männergruppen geht, wahrscheinlich mittlerweile definitiv berechtigt, ein oft nicht ganz so gutes Gefühl. Das kommt natürlich ganz drauf an, was für Leute man da sieht. Na klar, es gibt auch Gruppen von, was weiß ich, Leuten aus Nordafrika und Ostasien, da, die sind total lieb, mit denen scherzt man rum, mit denen unterhält man sich, da ist auch keine angespannte Stimmung vorhanden. Aber es gibt eben auch die anderen, wo man dann doch eher einen Zahn zulegt. Aber jetzt zurück zum Schönen, schaut mal da. Ich habe mitten an der Straße diese, wie heißt denn der Busch? Sah aus wie so kleine Röschen. Buschrosen, keine Ahnung, Wildrosen, ich weiß es nicht. Tief Magentafarben gefunden, hatten einige Häuser vor ihren Gärten. Und auch das war einfach nur ein Postkartenmotiv. Egal, wo ich war, ich hätte jederzeit die Spiegelreflexkamera auspacken können, sofern ich denn eine gehabt hätte und da wahrscheinlich 2-3 Stunden einfach nur rumfotografieren können. Die Berge, die Bäume, die Pflanzen, die Schmetterlinge, die Katzen, die Häuschen. Häuser vielleicht nicht unbedingt, das sieht dann nur nach Stalking aus. Aber auch das versteht ihr vermutlich. Ich hätte da einfach wirklich Zeit verbringen können, mich mit der Umgebung beschäftigen. Und egal, in welche Richtung man schaut, es ist immer ein Postkartenmotiv, wo man ein tolles, hochwertiges Panoramabild draus hätte bearbeiten können. Hätte man gar nicht viel bearbeiten müssen, aber klar, man muss ein paar Lichtsachen ausgleichen, die Kamera verkackt hat. Man hätte fast überall ein wunderschönes Panoramabild machen können. Ich würde in der Location auch gerne mal ein Fotoshooting machen. Also halt so richtig ein Foto-Event, was weiß ich, muss ja nicht unbedingt Vampir-Thema sein, kann ja auch einfach ein bisschen Porträt-Shooting oder sowas sein. Einfach mit Transsilvanien im Hintergrund, mit Prahn im Hintergrund, mit der Bergkette, mit den Karpaten generell, mit den grünen Wiesen dort. Da hätte ich wirklich nicht wenig Lust drauf. Und sobald diese Scheiß-Paranoia endlich mal wieder weg ist, sobald sich unsere, naja, Medien wieder zusammengerissen haben und aufhören, den Menschen da Angst einzureden,
Ja, sobald das geschehen ist, werde ich mit Sicherheit auch häufiger rüberfliegen, denn die Flugpreise sind echt nicht hoch. Vielleicht auch einfach mal nur für ein Wochenende oder so, damit das halt mit der Uni auch einigermaßen geht. Und dann einfach nur dort Zeit zu verbringen, es zu genießen und ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Also ich habe einen Ort gefunden, zu dem ich definitiv immer wieder zurückkehren will. Trotzdem müssen wir jetzt noch ein kleines bisschen generell uns über die Umgebung unterhalten. Ich werde nicht die ganze Zeit erzählen, dass ich hier nicht mehr weg will und sowas. Nicht, dass mein Auto das wieder zu wirklich nimmt und morgen ein anderes Problem besteht. Das möchte ich nämlich nicht. Also ich will nicht, dass mein Auto nochmal kaputt ist. Ich will aber länger hier bleiben. Drück mir das so aus. Liebes Auto, bitte streng dich an. Bitte verlass mich nicht doch nochmal irgendwo unterwegs. Oh, jetzt kommt gleich eine kleine lustige Szene. Nicht ganz so ernst nehmen. Ich habe nämlich auch eine Kirche gemobst und ihr habt jetzt den Beweis, ich kann mit meinen Vampirzähnen durchaus auch was Kleines essen. So ist es nicht. Eine Kirche, da beißt man ja nicht so richtig drauf. Ich habe ja einmal mit meinem Fangzahn raufgebissen, den Stein rausgepult, mit den Zähnen natürlich den Stein ausgespuckt und den Rest der Kirche habe ich halt einfach mit der Zunge zerdrückt. Das hat funktioniert. Ein Steak kann man damit nicht kauen. Aber ich wollte einfach so eine lustige, ich mopse mir eine Kirche-Sequenz mit haben, damit ihr auch seht, hey, Essen geht und Trinken geht natürlich auch. Man muss aber selbstverständlich ein bisschen aufpassen auf die Zähne. Das ist zwar ein sehr stabiles Material, die Zahntechnikerin oder was sogar die Zahnärztin selber, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, ich habe mit beiden geredet. Das Material ist das, was auch für normale Brücken und sowas benutzt wird. Das ist schon widerstandsfähig, aber es ist, ja, wie soll man das erklären, es ist eben nicht dafür gemacht, da das ja auch so spitz ist und so langgezogen ist, anders als die Brücke, die ja doch eher waagerecht verläuft und nicht unbedingt senkrecht. Es ist einfach nicht dafür gemacht, dass man da drauf rumkaut, weil ich ja mit meinem Oberkiefer die ganze Zeit, nee, mit meinem Unterkiefer die ganze Zeit auf den Schienen des Oberkiefers kaue. Die von euch, die eine Zahnspange hatten, die im Nachgang diese Nachtschiene bekommen haben, die sie reinmachen sollten, diese Transparente, die wissen, was ich meine. Gibt es auch so Knirscherschienen, wenn ihr mit den Zähnen aufeinander reibt, da kriegt ihr auch so ein Ding in den Mund, dann wisst ihr auch ganz genau, wie sich das anfühlt, dass man damit, man kann da zwar kauen, aber das geht natürlich alles auf die Schiene und die ist nicht darauf ausgelegt, so eine Last zu tragen. Und ich will meine tollen Zähne ja auch nicht kaputt machen. Ich möchte die wirklich jetzt mehrere Jahre immer wieder auspacken und mich einfach daran erfreuen und coole Bilder damit machen. Denn auch ja, nach wie vor freue ich mich einfach nur und bin da auch mega dankbar, für, dass die Zahnarztpraxis Dr. Scheiber aus Leipzig das so spontan möglich gemacht hat. Ich habe die Story ja schon letzten Freitag erzählt, aber für die, die es nicht gesehen haben, das war eigentlich auch eine ganz lustige Reiseanekdote. Denn ich habe Freitagmorgen um 5 Uhr eine E-Mail an die Zahnarztpraxis geschrieben, nachdem ich eine ARD-Reportage, grottenschlecht, die Moderatorin war grauenhaft, richtig für zum Fremdschämen, aber die Reportage hat halt einen Informationsmehrwert für mich gehabt. Nachdem ich das Video gesehen habe zum Thema, gibt es einen Zahnarzt für Vampire, da dann die Zahnarztpraxis Dr. Scheiber gezeigt wurde und da mitgeteilt wurde, hey, die machen Vampirzähne. Da habe ich dann kurz nach der Reportage um 5 Uhr morgens geschrieben, habe mein Anliegen geschildert, dass ich nach Transsilvanien fahre eine Woche später, dass ich das gerne stilecht machen möchte. Ich will ein paar Reisevideos drehen, auch ein paar Fotos machen und ich hätte gerne Vampirzähne, die mir nicht andauernd rausfallen bzw. die ich mir nicht ankleben muss. Ankleben muss, sollte das heißen. Da hat sich mein Display abgeschaltet, denn wenn ich mit dem Handy nur rede, dann kriegt er anscheinend nicht mit, dass Aktivität vorhanden ist. Dann schaltet er irgendwann das Display aus. Deswegen setze ich wieder da an, wo es abgebrochen ist. Ich wollte eben nichts haben, was ich mir irgendwie festkleben muss, wo ich die ganze Zeit mit Haftcreme hantieren muss, denn es ist ja auch so, dass ich Dinge relativ schnell mal rein und rausnehme, wenn ich irgendwie zwischendurch was esse, wenn ich unterwegs bin. Und meine Plastikversion, die ich mir selbst gebastelt habe, mit den künstlichen Fingernägeln, die ich mir an die Schneidezähne vorne ranklebe mit Haftcreme, das funktioniert zwar. Das hält auch Bomben, mehr oder weniger Bomben fest. Wenn man mit der Zunge zu sehr drankommt, dann kommt das auch ein bisschen ins Wackeln. Aber das dauert unter Umständen. Es ist weitaus aufwendiger, die wirklich so zentriert anzukleben, anzuhaften mit der Haftcreme, dass die wirklich gleichmäßig die Haftung vorhanden ist. Und das will ich nicht alle 5 Minuten rein und raus machen. Das dauert teilweise wirklich lange, da brauche ich auch einen Spiegel dafür. Manchmal habe ich Glück, ich drücke die an der Rand, dann hält das. Manchmal ist aber auch irgendwo ein Stück Luft noch zwischen Haftcreme und Zahn und dann sitzt es einfach nicht fest, dann fällt mir das wahrscheinlich ein paar Minuten später raus. Deswegen fummelt man da ein bisschen dran rum und das kann ich teilweise unterwegs einfach nur ganz, ganz schwer machen. Deshalb wollte ich unbedingt richtige Vampirzähne, die ich auch spontan rein und raus machen kann. Das ist eine Sache von 2-3 Sekunden mittlerweile. Das kann ich auch, wenn ich irgendwo rumlaufe, auf eine Sehenswürdigkeit zulaufe, kann ich meine Zahndose oder meinen Zahnsarg, ist es ja noch schnell aus der Tasche ziehen und die Zähne reinklippen, dann kann ich da die nächste Sequenz drehen. Und das ist eine unfassbare Erleichterung und ich bin ja eh so ein kleiner Nerd, deswegen werde ich die Zähne häufiger benutzen, auch einfach, wenn ich mal Bock drauf habe oder so. Ja, ich weiß, es klingt creepy, aber ich glaube, die Cosplayer unter euch, die verstehen das. Ich finde das einfach cool, mir gefällt das, ich finde das wirklich, sieht schön aus. Ja, viele von euch mögen das nicht so, ich weiß. Und natürlich primär ist es für Fotoprojekte gedacht. Jetzt nicht glauben, dass ich da im Alltag 24/7 mit Vampirzähnen rumspazieren will, selbstverständlich nicht. Aber wenn man es schon hat, dann kann man das natürlich auch zum Spaß ab und an mal benutzen. Vielleicht auch, um die Paranoia-Piloten so ein bisschen zu erschrecken. Oder einfach für Irritationen zu sorgen, denn die Dinger sehen ja wirklich echt aus. Aber zurück zum Thema, wie hat sich das ergeben? Um 5 Uhr morgens habe ich die E-Mail abgeschickt, bin schlafen gegangen. Ihr wisst, ich arbeite meistens bis 6 oder 7 Uhr, habe noch Bilder bearbeitet bei Photoshop.
und bin dann gegen 13 Uhr aufgestanden, habe in mein Postfach geschaut, wirklich völlig neugierig und schon total angespannt. Habe ich eine Antwort, habe ich keine. Und habe gesehen, 10 Uhr morgens Rückmeldung, Sie können mir den Termin am Montag anbieten. Ich mich natürlich Montag ins Auto geschmissen, runter nach Leipzig gedüst, den Abdruck machen lassen für die Herstellung von den Zähnen, wieder zurück nach Berlin gefahren, 4 Stunden Auto gefahren, eine halbe Stunde Zahnarzttermin, einfach nur um die Zähne noch pünktlich zu bekommen. Habe dann meine Zähne den Freitag auf der Durchreise abholen können, das habt ihr ja live gesehen und konnte dann wirklich ja, in time direkt meine Route fortsetzen. Und das ist auch nicht unbedingt normal, dass das so von jetzt auf gleich geht. Eigentlich muss man da schon einen Termin ordentlich anfragen. Das dauert auch mal 2 Wochen, bis die Zähne fertig sind. Denn das ist ja eine Individualanfertigung, das ist ja eine Maßanfertigung. Da muss ich die Zahntechnikerin hinstellen, muss mit meinem Zahnmodell mir die Vampirzähne machen. Das heißt, das kostet Zeit. Und das kann man auch nicht einfach so dazwischen schieben. Also ist Glück, wenn das geht, aber normalerweise hat so ein Zahnarzt ja noch andere Sachen zu tun. Da werden auch, ja, was weiß ich, irgendwelche Knirschschienen und sowas gemacht. Die müssen irgendwelche Brücken herstellen und sowas. Die haben halt auch noch einen Tagesbetrieb, wo sie sich jetzt nicht auf die Vampirtouristen konzentrieren können. Und auch vor dem Hintergrund war das einfach wahnsinnig lieb, dass das so schnell und so reibungslos funktioniert hat. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal wirklich Zahnprobleme haben sollte, was zum Glück aktuell nicht der Fall ist, dann werde ich wahrscheinlich auch bei irgendwas, ja, wo ich jetzt vielleicht Angst sogar, also Angst nicht, aber wo ich keine Lust drauf habe, dann werde ich da wahrscheinlich auch fragen, ob ich dort nach Leipzig kommen kann, weil die waren einfach unfassbar lieb. Auch da haben wir uns ja noch ein kleines bisschen noch unterhalten. Und das war nicht so dieses Arztpraxisgefühl, was ich wirklich absolut auf den Tod nicht ausstehen kann. Das war wirklich eine tolle Atmosphäre. Also nicht nur ein riesiges Dankeschön, sondern auch ein ganz, ganz großes Lob, dass das so toll funktioniert hat. Und da fahre ich immer im Zweifel halt auch ein kleines bisschen Auto. Ist mir lieber, als irgendwo ja, zu sein, wo ich mich vielleicht nicht ganz so wohl fühle, weil ich habe zwar keine Angst vor dem Zahnarzt, aber ich würde alles lieber tun, als zum Zahnarzt zu gehen. Das könnt ihr, glaube ich, nachvollziehen. Ich habe eine natürliche Abneigung generell irgendwelchen Ärzten gegenüber. Ich will da einfach nicht hin. Eher räume ich mein Zimmer auf und was weiß ich und streiche das ganze Treppenhaus neu und lerne für die Uni, was weiß ich nicht alles, mache den Abwasch, als dass ich freiwillig irgendwo zum Arzt gehe. Ich glaube, viele von euch verstehen das. Deswegen ist das echt ein Novum gewesen, dass ich mal freiwillig zum Zahnarzt gefahren bin. Der Clip ist leider nicht so gut, das hat mein Handy da nicht mehr geschafft. Da war es zu dunkel. Damit sind wir dann leider auch schon wieder am Ende vom heutigen Reisevideo angekommen und traurigerweise, was ich wirklich doof finde, am Ende meiner kleinen... Damit sind wir dann auch leider schon wieder am Ende des heutigen Reisevideos angekommen. Ich zeige euch noch schnell ein paar Souvenirs, die ich mir in Bran dann doch noch besorgen musste. Das seht ihr dann direkt im Anschluss. Und was soll ich euch sagen? Das ist auch mein letzter Abend in Rumänien und ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, ich bin wirklich traurig. Also es ist total komisch. Ich finde es ja mega schön. Ich könnte ja eigentlich, ich weiß nicht, noch ein paar Wochen bleiben oder so. Ich halte es hier durchaus aus. Ich habe es eigentlich nicht so eilig, zurück nach Paranoidistan zu kommen. Aber hilft ja alles nichts. Ich muss mich morgen wieder in Bewegung setzen und ich habe noch gar keine so richtige Übersicht, wie denn mein Reiseplan nun ausschaut, denn es sieht danach aus, dass sich Ungarn wohl gerade ganz massiv in die Hose scheißt. Also ausgerechnet das, was einige von euch als große Fackel der Freiheit verkaufen, beziehungsweise wo einige große Hoffnungen reinsetzen, dass Ungarn weniger diktatorisch drauf ist wie naja, gewisse andere Länder. Ausgerechnet dieses Land scheint frei zu drehen, denn ich bin mir nicht ganz so sicher, welche Information nun tatsächlich zutreffend ist. Fakt ist, Transit ist möglich, wenn man gehen in Deutschland will oder gehen in andere Länder, das ist kein Problem. Es könnte aber sein, dass man nur über bestimmte Grenzübergänge darf und diese auch bestimmte Öffnungszeiten haben. Also hier weiß ich selber noch nicht so richtig Bescheid. Ich habe ja vor einigen Tagen schon gesagt, dass der bei Timișoara wohl angegeben wurde auf der Seite vom Auswärtigen Amt oder wo ich das gelesen habe. Der liegt ohnehin auf meiner Strecke, das heißt, da will ich sowieso lang fahren. Es kann nun aber durchaus sein, dass ich morgen irgendwie an einem zuen Grenzübergang stehe und erst im schlimmsten Fall übermorgen weiterkomme. Vielleicht kann ich morgen auch schon durchziehen und dann direkt durch Ungarn, weil da will ich keine Sekunde länger bleiben als unbedingt notwendig. Ganz ehrlich, die Scheiße will ich mir nicht geben und Ungarn reizt mich halt sowieso nicht. Nichts gegen Ungarn, wenn ihr da ja voll die Fans von seid, dann ist das natürlich eure Sache. Ich will es euch echt nicht madig machen, aber ich finde das schon ganz schön, ja ganz schön bescheuert, was die da abziehen. Denn sie haben jetzt wohl eine Liste eingeführt mit unterschiedlichen Länderfarben. Wer grün ist, der darf ein und alles ausreißen, wie er Bock hat. Und gelbe Länder, die müssen sich wohl 2 Wochen wegsperren, beziehungsweise das Land innerhalb von 24 Stunden durchqueren. Ja, Rumänien ist ein gelbes Land, warum auch immer, wahrscheinlich einfach, weil die Ungarn ein bisschen balaballa sind oder so. Das heißt, man darf sich in Ungarn nicht aufhalten, sondern nur mit festgelegter Reiseroute durchfahren. Also echt, es ist beknackt. Ich meine, ihr habt gesehen, wir sind durch 4 Länder gefahren, eigentlich 5, oder? Nee, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien, durch 5 Länder gefahren. Da war nichts. Als ich nach Rumänien reingefahren bin, war das Einzige ja halt kurz Ausweis zeigen, dass ich halt zur EU gehöre und ja, einen schönen Tag noch und viel Spaß.
Und jetzt scheint Ungarn irgendwie völlig am Rad zu drehen und jetzt kann es auch sein, dass man da irgendwie stundenlang in der Schlange steht, weil die da jetzt bei jedem da kontrollieren, wo sie hinwollen, wo sie herkommen und die Scheiße. Deswegen kann ich euch noch nicht genau sagen, von wo aus wir uns morgen sehen. Eigentlich wollte ich morgen, der Sinn der Sache war dann, so weit wie möglich durchzuziehen, damit ich wenigstens am Sonntag am Wettkampf teilnehmen kann, weil dass ich da morgen teilnehmen kann, das ist unmöglich. Ich sitze ja gerade in Prahn, ich glaube, das ist relativ klar. Ob das so funktioniert oder nicht, das werde ich wohl erst an der ungarischen Grenze wissen. Das heißt, es wird auch morgen nochmal spannend und deshalb kann ich euch da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, was nun morgen ansteht. Auf jeden Fall wird morgen ein Reisetag, das ist auf jeden Fall klar, das geht ja gar nicht anders. Je nachdem, wie weit ich komme, legen wir einfach nur Strecke zurück. Ich habe ja zum Glück genug Hörspiele. Aber jetzt mache ich euch erstmal das Reisevideo vom heutigen Tag fertig, denn ich hätte eigentlich lieber 2 Tage in Prahn bleiben sollen als in Brașov. Aber ich muss dazu sagen, ja, es war ja nicht geplant, dass ich eine Nacht länger in Brașov sitze. Ich wollte ja eigentlich durchziehen nach Prahn vorgestern schon. Denn das nächste Mal, wenn ich hier bin, ist das definitiv mein Anlaufpunkt. Hier ist ein riesengroßer Naturpark. Ich bin leider jetzt auf der falschen Seite spazieren gegangen. Da war es auch wunderschön, das habt ihr ja gerade gesehen. Aber es ist wohl noch viel schöner auf der anderen Seite. Und ich will definitiv beim nächsten Mal, was hoffentlich nicht so lange dauert, wenn ich wieder hier bin, dann will ich dort spazieren gehen und da auf die Berge klettern. Jetzt genieße ich aber erstmal mein Wasser, denn ich musste mir tatsächlich noch was Kleines aus Bran gönnen. Ich habe noch 2 andere Sachen, die zeige ich euch auch gleich. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen Fantasy-Fan und hier gab es so einen richtig schönen Drachenbecher. Und sowas wollte ich früher immer haben. Also solche Deko-Sachen und sowas, da haben meine Eltern immer gesagt, nee, wollen wir nicht. Keine Ahnung, habe ich halt nicht bekommen. Und vorhin, als ich dann im Dracula-Schloss war, da konnte ich es mir wirklich nicht verkneifen. Deshalb jetzt, ja, gönne ich mir mein Wasser, mache euch das Video fertig und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich beim Spazierengehen und generell einfach, beim Hiersein könnt ihr keinen Spaß haben, ihr seid ja nicht hier. Aber einen kleinen Eindruck habt ihr zumindest bekommen. Und auch Prahn, beziehungsweise nicht nur das Schloss, sondern den ganzen Ort, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr in Rumänien seid, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, schaut euch das an. Es ist unfassbar schön. Aber jetzt bis nachher im Vlog. Denn wenn ihr diese Videosequenz seht, dann dauert es noch ungefähr eine halbe Stunde. Dann mache ich gerade meinen Themenzettel, beziehungsweise jetzt nach dieser Sequenz, nach der Premiere logischerweise, wenn wir uns das gemeinsam angeschaut haben, dann mache ich meinen Themenzettel, dann kommt auch der heutige Vlog. Ja, und danach schmeiße ich mich ins Bett, weil ich ja morgen dann traurigerweise schon gehen Denunziantestan starten muss. Aber als erstes habe ich noch 2 kleine Souvenirs, die ich auch schön fand, die muss ich euch auch noch zeigen. Es sind sogar 4 kleine Souvenirs insgesamt, denn meinen schönen Becher, den habt ihr ja schon gesehen, den finde ich wirklich echt cool. Dazu habe ich mir noch so einen Pin mitgenommen, auch daran konnte ich nicht vorbeigehen, hat, ich glaube, irgendwie 1 Euro oder so gekostet. Und 2, ich weiß nicht so richtig, wie man das nennt, so zum an die Wand hängen. Einmal einen Morgenstern von Mihai Viteazul und das Schwert von Vlad Tepes. Beides gab es im Souvenirshop auf Schloss Prahn. Ja, klar. Ist natürlich dann, es ist Touri-Kram, klar, das ist irgendwo logisch, aber ich finde es trotzdem schön, deswegen habe ich mir was Kleines mitgenommen. So, jetzt springe ich in die Badewanne, rede den Text ein, beziehungsweise erzähle euch noch, was wir uns heute so angeschaut haben und ich habe die Videoverabschiedung ja sowieso schon gedreht, deswegen bleibt einfach kurz dran, jetzt geht es dann im Anschluss fast direkt mit dem Vlog weiter.